So, ich glaube, der Hauptweg ist einfach der mit diesen Kohlepfannen, oder? Hier sieht es ja ein bisschen interessanter aus. Als im letzten doch eher bildlich simplen Wüstenteil, ne? Mal gucken. Knacks. Aha. So. Es ist eine Falle. Oh. Aerodactyl auf Crack, okay. Der Vogel hat mir eine Falle gestellt. Was wird's denn jetzt? Warte mal. Bewegen möglich? Der wird gleich angreifen. Und ich schätze, er wird Lissab angreifen. Maybe. Will ich von dem gar nicht erst in die Schnauze bekommen. Nami, haben wir da was? Lass mal gucken. Mirage, ja. Lässt seinen Verbündeten ausweichen. Lissab. Mirage! Ich kann mir nämlich vorstellen, der Vogel ist sehr, sehr böse. Oh, und der Bonus ist ja auch ready. Ja, Mann. Schlitzerorkan. Ist das ein AOE? Nein. Oh, Lissab. Steht da einfach. Dem Orkan entgegenblicken. Kein Problem. So, Sanji. Lass mal gerade gucken. Mit dir können wir das nicht machen. Das war mit Zoro, Chopper und Lissab. Na, muss ich Chopper dafür aktiv haben? Anscheinend nicht. Ja, dann hätte ich gesagt, ziehen wir mal durch, oder? Let's fucking go. Ich so, Zoro Chopper! Hä? Zurück! Cocktail! Lissab! Carry! Bam! Big Hit. Oi, Omae. Big Hit. Das war sehr stabil. Jo, Sanji, da liefern wir gleich nach, würde ich sagen, schön den Dicken rein hier, komm. Bam. Jo, hat Sanji gerade mehr gemacht als alle drei? Wait. Was war denn da los, Junge? Ich meine, der war sehr effektiv, aber hallo, das waren eben drei. Na gut, ich würde sagen, Lissab, komm, hau weg. Oh. Fünf Schaden. Ich habe gehofft, dass der Widerstand natürlich nur diesem Stun gilt. Und ich fürchte, das tut er auch. Und der Hammer macht einfach wirklich keinen Schaden, oder? Der ist nur für den Stun. Na gut, Sanji, dann endet. Ja. Ich glaube, Sanji nehme ich immer, wenn wir den Vogel haben. Ihr habt da so ein Gefühl, als könnte der Bruder reincarryen, Alter. Hey, Lissab hängt schon komplett durch. Das heißt, ich kann das wirklich gezielt triggern, wenn ich über die Haufen laufe? Dann kann ich mir bestimmt manchmal aussuchen, ob ich jetzt ein Item loote oder ob ich eine Abkürzung nehme oder nicht oder sowas, wa? Das könnte sein. Meine Lieblingsteufelsfrucht, boah, das ist sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, weil, wenn man sich da festlegt, kommt vielleicht im nächsten Chapter eine, die man viel geiler findet, ne? Ich finde das Konzept der Teufelsfrüchte an sich super spannend. Und hätte auch kein Problem damit, nicht schwimmen zu können. Mit meiner Tiefseephobie, du, ich muss eh nicht unbedingt aufs Meer. Das ist ein Wasserfall aus Sand. Ganz schön eigenartig, was ist da oben los? Wer weiß? Oh, irgendein Vieh? Das wäre interessant. Aber ich glaube, ich hätte am liebsten irgendeine Katzenfrucht. Ja, damit ich im Zweifelsfall wie bei Kaidos Truppe da diese Katzengang ja, in so riesigen Katzenbäumen leben kann. Nee, bei so einem Kätzchen sehe ich mich schon, Junge. Am besten wirklich irgendeine Frucht, die erstmal total chillig ist, die du aber, wenn du Bock hast, so trainieren kannst, dass sie ultra gefährlich ist. Da hätte ich schon Bock drauf. Ja, dann kannst du schon das gechillte Life leben. Aber wenn du dann doch in welcher Welt und welcher Situation auch immer am Arsch bist, dann kannst du die trotzdem nutzen, ja? Um der Herr der Katzen zu werden. Ganz genau so soll es sein. Da sehe ich mich schon am ehesten.
Aber wie wir gelernt haben, kann man ja aus allem irgendwie was Nützliches machen. Wenn man nur Bock hat, das Potenzial zu erkennen, ne? Ja, aber ihr müsst ja schon Kung-Fu-Robbenmilch, okay, ich hoffe von weiblichen. Ich muss ja schon nochmal testen, ob das direkt triggert. Oh nein, echt? Jedes Mal? Oh nein. Vielleicht hätte ich es doch nicht triggern sollen. Oi, oi. Ja, ja, weiß ich auch nicht, wer das war. Danke. Wie viele sind in diesem Nest drin? Na ja, gut, jetzt wissen wir ja, dass Sanji keine Probleme hat, ne? Ja, Sanji macht das, kein Ding. Aber Ruffy war richtig stolz, ne? Ich. Ehre. Bam, yo, Junge. Ich hoffe nur, dass Lysop jetzt nicht weggefegt wird. Schlitzer-Orkan. Was macht das denn an Schaden? Naja, da hätte ich mir die SP ja sparen können mit Nami. Was war denn da los? Sanji geht nicht normal, das ist schade. Zorro, du bist halt nicht effektiv, Bruder. Das ist gerade ein bisschen schade. Was ist denn, wenn wir einfach switchen? Was ist denn, wenn wir Ruffy nehmen gegen Lysop? Weil Ruffy hat doch eigentlich denselben Typ wie Sanji. Was bedeutet, ja, es gibt mies in die Schnauze und Bullet haben wir ja neulich mit 3 Relikten verbessert, ne? Darum believe ich mal. Schmeckt. Schmeckt. Fast nur 2 Hits gebraucht, ist schon sehr stabil. Ja gut, den endest du trotzdem. Oder? Da bitte ich aber drum. Schön ein paar SP mitgenommen. Jura-Vogel. Hatten wir in Alabaster so weirde Vögel? Nö, oder? Die sind jetzt extra fürs Game gemacht. Kann mich nicht an komische Vögel erinnern. Also gut, es gab schon genügend schräge Vögel, ja, aber... die nicht, ne? Moment, könnte man die Kleidung jeweils anderen Charakteren anziehen? Das sah so aus, ne, weil man es jeweils zuweisen muss, aber ich konnte nicht umschalten, tatsächlich. Bin mir nicht sicher, warum das so gemacht war mit dieser Zuweisung. Aber soweit ich das gerade anhand der Tastenbelegung sehen konnte, war es ja jetzt nicht möglich, Ruffys Kleidung Zorro anzuziehen oder so. Obwohl es da manchmal sehr witzige Fanarts zu gibt. Können wir beim nächsten Lager nochmal checken, vielleicht war ich auch zu blöd, das kommt ja auch gern mal vor. Aber das ist, glaube ich, nur so eine Menüeigenheit. Junge, den Loot brauchen wir aber dringend. Wird das jetzt so eine Passage von wegen, ich muss da wirklich durchschleichen? No way. Oh Mann, ich darf es mir aussuchen, oder wie? Naja, ich will das hier eigentlich schon fighten, ne? Sanji ist doch wach jetzt. Rein da, sage ich. Valentin, was geht? Es gibt noch ein Outfit, was Kraft noch nicht hat. Auf Filmoutfits, oder was? Filmoutfits? Achso, gibt es aktuell noch nicht. Ja, das haben sie auch bei alten Games ganz gern gemacht, dass sie einen neuen Charakter bringen im DLC und dann noch so ein Outfit-Paket und sowas, ja. Hätte gern Zorro mit Chopper-Outfit gesehen, ey, Mann. Und für mich die Faultierfrucht. Ey, die ist locker auch richtig krank. Da bist du vermutlich mega langsam, aber wenn du hittest, ne? Dann ist aber richtig Achterbahn. Dann kann auch Whitebeard einpacken. So, hier looten wir erstmal ein bisschen was weg. Und dann will ich schon wissen, ob ich wirklich einfach so an den Schatz rankomme. Das ist so ein bisschen wie der eine Schrein bei Zelda, wo ich nicht auf die Blumen treten durfte. Wo die Frau dann immer wütender wurde, Junge. Aber ich komme tatsächlich so daran. Achso, und an die Kisten komme ich vielleicht gar nicht, wa? Ja, ach, egal. Ich würde sagen, knack. Oh, schade. Jetzt ist es passiert. Na, der sieht doch ganz niedlich aus.
Wie so ein Freund von Barney. Aber er hat viele Zähne. Viele Zähne. Na, mal sehen. Okay, der ist auch direkt dran. Na, dann drücken wir ihm gleich mal ein Bullet rein. Oder versuche ich es mit einer Lähmung. Nee, ach komm, wir sind mal mutig jetzt. Bam! Ja, der tankt schon ein bisschen mehr. Ich hoffe, Ruffy tankt jetzt auch. Ja, easy, Bruder. Easy, kein Problem, Sanji. Gleich ran da. Was ist denn mit Sanji passiert? Hat er heimlich trainiert jetzt, oder? Das ist ja ultra krank. Junge, und Zoro ist einfach nicht effektiv. Maybe dann Chopper gegen Zoro noch rein. Weil, wenn Chopper wollte, hat er ja auch unnormal geknallt die letzten Male. Ich glaube, das kann richtig brettern, Junge. Bam. Ja, okay. Er hätte gern den Tausender gesehen. Aber bei 500 meckern wir mal nicht. Nami, wir beide hat eine Schwäche. Ja, der Blitz auch, die Lähmung. Ist schon geil, oder? Nehmen wir mal. Thunderbolt. Aber hat nicht gelähmt. Schade. Aber nicht so schlimm, wir haben SP. Wir können brettern, Jungs. Ah, ja, ja, Ruffy drückt jetzt den Bonusschaden, der bei Chopper gefehlt hat. Jo. Der Fokus einfach den Medic. Das ist nicht nett. Was? Und ich glaube, Chopper reißt aber schon insgesamt mehr als Nami. Was machen wir jetzt? Deep? Oh! Wait. Maybe ist Deep sogar eine gute Idee bei dem mit seinem Schatz. Lass mal sehen. Na, nur 650, na gut. Dann müssen wir damit leben und Sanji holt den Kill. Der setzt er sich erstmal hin auf entspannt, Junge. Der Leviathan. Na, das lief doch. Schön effektive Attacken gespammt, Ala. Butz, butz. Cool. Ach, schau mal, wir wären sonst echt nicht an die Kisten rangekommen. Ich dachte, die sind nur Deko und man kann sie alles grabben, aber nein, das ist wirklich Loot. Ja, dann stand es natürlich völlig außer Frage, dass wir das nicht mitnehmen. Gerade beim Klamottenfarm in der Gießerei einfach das Mount von Schwarzhorst gelootet. Yo, GZ, das ist auch ein richtig geiles Vieh. Dicker Grollhuf am Start, Elektro-Echsenfleisch. GZ-i, verschlossen. Leute, wir müssen hierher zurückkommen, sobald wir einen Schlüssel gefunden haben. Merkt euch, wo die Truhe ist. No way, die ist zu. Kann die nicht Zoro einfach aufsäbeln oder so? Tatsächlich nicht? Damn, na gut. Aber wir haben neue Ringe bekommen, ne? Fähigkeiten verbessern, da hatten wir, glaube ich, nichts. Aber wir hatten noch ein Frostelementschmuck und wir haben Ringe bekommen. Und mit den Ringen müssen wir auf jeden Fall basteln. So, pass mal auf. Das war schon mal gefettfingert. Das wollte ich nicht. Ich wollte mit C die Charaktere wechseln. Ja, bei Nami zum Beispiel haben wir schon Frostelement. Wie sieht denn das bei Sanji aus? Sanji ist eigentlich auch gut vollgepackt. Darum wäre ich jetzt bei Lysop und würde sagen, Lysop kriegt auch mal Frostschaden rein. Und dazu kriegt er den Mummring und dazu kriegt er Mums. Nee, sondern Angriffsring. Ja, sieht jetzt zwar total scheiße aus, ist aber 100-mal besser als nur ein so ein Amulett-Slot. Und Robin und Chopper gehen noch ein bisschen leer aus, aber gut, können wir jetzt erstmal nicht ändern, ne? Können wir nicht ändern. Und die Truhe, die werde ich mir aber merken. Wieso hat denn der Drache den Schlüssel nicht? Kommt der doch selber nicht an die Truhe ran. Dream, hast du den Schlüssel, oder...
So als Weep-Minister, weißt du, muss man immer anfragen, der Schatzmeister. So sieht's nämlich aus. Namencraft und Chat, was ist denn das für ein komischer Drache? Beim Weiterquesten schön lecker Flammenkuchen. Oi. Mit Chorizo. Spricht man das eigentlich Chorizo aus? So hieß ja auch der Hund bei Far Cry, ne? Glaube schon. Sehr lecker, auf jeden Fall. Lass dir schmecken. Marv mit dem 13. Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Dann haben wir, glaube ich, die Schlucht soweit fertig. Oh, Soto da! Das war's schon mit der Schlucht, mit der Ruine. Ja, Ehre. Geht voran. Brosie denkt immer noch, das ist ein Strand. Können wir ihr ihre Flasche mal gut gemeint so leicht an den Hinterkopf klopfen, oder? Aber Lysop versucht's noch, ne? Er belieft einfach. Okay. Ich glaube, ich würde in so einer Situation auch einfach nur bei Nami rumhängen. Einfach nur, weil die Bescheid sagt, wenn das Wetter gefährlich wird. Weil die noch halbwegs normal hier denkt von der Truppe. Ich glaube, sobald du bei einem der Jungs hinterherläufst, bist du einfach verloren. Du bist einfach fucking dead, so. Du hast keine 5 Minuten, bist du tot. Aber bei Nami bist du, glaube ich, safe. So halbwegs zumindest. Wenn du ein Kind bist, sowieso. Aber wenn man einfach umfällt, wie die Boys beim letzten Mal, dann wird das auch schon passen. Einfach ein bisschen Mitleid erregen, so. Dann passt das. Okay. Wir haben nicht mehr so viele SP, kann das sein? Wir müssten eigentlich mal mit Auto-Ejects ein bisschen loslegen. Oder auf ein baldiges Level-Up bzw. Speicherpunkt hoffen. Aber... Oh. Stabiler Hit. Die letzten Speicherpunkte waren ja nicht so gnädig, ne? Das ist schade, aber wir bleiben mal bei den Angriffen. Oh! Alter, was? Excuse me, what? Vielleicht gehe ich doch bei Ruffy mit. Maybe bleibe ich doch bei Ruffy. Vielleicht auch eine gute Entscheidung. Heftig. Na gut, stabiler Schaden ist da. Junge, was geht denn ab? Was haben die gefressen bei der Party? Das ist ja richtig, Sigmann. Ich weiß noch, die erste Wache hier im Hafen, ne? Die ist mit mir Schlitten gefahren. Und jetzt hier Auto-Attack is best I can do. Rums. Fliegen die gleich ins nächste Chapter rüber, Junge. Die sind jetzt schon in Wano angekommen. Kannst du wissen. Servus. Leute, ihr habt schon gesehen, was ich mit euren Freunden gemacht habe, oder? Ah ja, haben sie. Darum sind sie wütend. Aber das ist okay. Das kriegen wir hin. Eben sollte Nami mich retten. Jetzt retten wir Nami, dann ist alles im Gleichgewicht. So, den hauen wir mit einer schönen Pistole weg, würde ich sagen. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Jetzt haben wir abgebaut, Ruffy, ne? Aber die Defense steht. Chopper, wie machen wir das mit dem Gefährlichen am besten? Nami? Sanji? Der hat nicht so Bock, auf irgendwas gut zu reagieren, ne? Wie wär's denn dann, wenn wir Zorro wieder reinholen? Weil... Da sieht's richtig gut aus, das habe ich gehofft. Da müssen wir den doch eigentlich mit dem Löwenlied one-hitten können. Ja, ich würde sagen, das geht. Komm schon. Oh, schmeckt. Sehr gut. Turago, hi. Mit Ruffy wär's am gefährlichsten. Der trinkt wieder irgendwelche LSD-Kakteen, ja. So sieht's aus. Meine Mutti hat mir aus dem Griechenland-Urlaub auch schön Marmelade aus Kaktusfeigen mitgebracht. Meint, es ist ganz lecker, ganz was Schönes. Da muss sie auch direkt an die Szene denken, weil wir neulich über Alabaster gequatscht haben. Damn, Junge. Ja, Nami, knallen wir weg auf Range, oder? Den Kollegen?
Bam. Schönes Ding. Ja, das sah gut aus. Nur Chopper ist nicht ganz so ready irgendwie, ne? Müssen wir vielleicht auch mal wechseln. Wechseln zu Robin. Jo. Und maybe... Ach, da habe ich zu wenig SP auch. Ah, das ist ja schade, aber vielleicht reicht es ja für den. Ah, so close. Ja, Robin hatte halt noch keine Items, ne? Da kann sie mit den anderen Eumel noch nicht so mithalten, leider. Aber das ist nicht schlimm. Die Eumel clearen. Die clearen. Der Auftritt in Wano von Robin, als Sanji um Hilfe gerufen hat, auch so geil. Ach du Scheiße, war das eine schöne Szene einfach. Und du kriegst eine Bazooka, mein Freund. Bam! Schön. Ja, da fehlt dir jetzt ein bisschen Schaden, aber das war der Schaden, den wir vorher halt hatten. 20, 19, 20, 19. Sehr, sehr gut. So mögen wir das. Hast du schon einen Trip davon? Naja, ich hab's noch nicht gekostet, aber möglicherweise hat Mutti deswegen gesagt, ist ganz was Feines, ne? Ganz was Feines. Blizzard Promo hat ein neues Level erreicht. Wenn man ab dem 6.3. ein Double Down Sandwich über die App oder die Website von KFC ordert, bekommt man als extra einen Beta-Key für Vorbesteller Close Beta vom 17. bis 19.3. Ob das aber US-only ist, hat Wowhead nicht geschrieben. Für Diablo jetzt, ne? Für Diablo 4. Okay. Klingt erstmal nach einer sehr weirden Promo, oder? Klingt erstmal wie ein Marketing-Gag, aber gut. Wenn man da sowieso regelmäßig bestellt, nimmst du mit, oder? Let's fucking go. Oh. Schöner AOE, Junge. Sehr schöner AOE. Ruffy ist aber leider schwach. Das heißt, wir könnten versuchen, mit Zorro den Rest abzuräumen. Aber kann Tatsumaki reichen? Ich believe mal, komm. Tatsumaki! Ja, oh, da fliegen sie. Na, das läuft doch hier mit den Banditen. Aber das ist bestimmt nur ein Bait. Am Ende von diesem seltsamen Weg hier wartet bestimmt wieder irgendein Boss mit einem seltsamen Haus hier oder sowas. Uff. Ja, auf jeden Fall spannend, was sie sich da einfallen lassen, obwohl Blizzard ja schon wieder mit einigen Negativschlagzeilen auch auffällt, ne? Was so aktuell die ganze Homeoffice- und Nicht-Situation und so angeht, ey, da liest man ja auch schon wieder so viel Schmutz irgendwie. Hoffentlich zeitnah wieder mehr Positives mit lustigem Marketing, echt. Boy! Ruffy, das sieht wieder gar nicht gut aus, Bro. Ich will eigentlich mit dir da reinhauen, aber es soll nicht sein und Robin fehlen ja auch immer noch. Ordentlich SP, aber vielleicht bauen wir die dann einfach mal auf. Hm, welcher ist denn der Eumel, der gleich attackt? Der. Peitsche. Bam, schöner Hit. Ja, dann kommt bei dem halt mal einer durch. Das ist okay, Ruffy, wenn der ein bisschen blutet, Junge. Der trinkt ein Glas Milch und dann wird er es wieder. Du bist aber trotzdem ziemlich schwach gegen die, mein Guter. Nach wie vor. Das wird sich fürchterlicherweise auch nicht ändern. Darum geht Zorro rein. Gut, ich glaube, Robin muss nicht mehr. Ich glaube, Zorro hatte anders Bock auf den Kill, Junge. Uff. Sehr cool. Übrigens, ich habe es gerade weggemacht, weil es ja regelmäßig dieselben Endsequenzen sind, wo sie da sabbeln. Aber das ist, glaube ich, auch eine Anspielung auf die Szene, wo Zorro von Falkenauge aufgeschlitzt wurde, ne, und dann seine kleine Rede hält, wo er... sagt, er wird nie wieder verlieren und am Ende sagt er dann Problem damit, Piratenkönig, ne? Und Ruffy lacht und sagt nur Nope. Und Falkenauge sagt dann, ey, cooles Team, Jungs. Und das ziehen sie ja manchmal durch, die beiden, wenn sie am Kampf beteiligt waren. Das ist schon ziemlich nice. Ich glaube, das ist einfach nur ein Rückweg, oder? Wobei, dann hätte ich den da auch runtergehen können. Nee, was ist das jetzt für ein Weg? Der bringt mich da hoch? Darüber? Oh, ist nicht der normale Rückweg. Okay. Okay, ich nehme, was ich kriegen kann. Bam. Und der alte Follower-Sound, ja, was Dream meint, vor gar nicht allzu langer Zeit, obwohl die Zeit natürlich wieder rennt, da war mein Follower-Sound tatsächlich die, ja, O-Ton-Löwenlied-Variante, wenn man so möchte, ja. Gar nicht so lange her. Und hier können wir einfach ein bisschen Aussicht genießen, oder was? Ah, nee, da könnte ich jetzt wieder zum Anfang.
Aha, aha. Wäre vielleicht auch von Anfang an ein etwas abweichender Weg gewesen, aber gut. Hätte man die Banditen geskippt, ich glaube, die Gratis-EP haben wir ganz gerne mitgenommen, ne? Darauf erstmal ein Löffelchen Marmelade. Für das originale Wüstentrip-Feeling, ja. Gerade zum ersten Mal in den Handelsposten geschaut und ist das cool? True. Kutschenspuren. Oh ja, die sehe ich sogar. Okay, damit kann ich arbeiten. Aber vor allem kann ich speichern. Kann mich gar nicht entscheiden, was ich zuerst kaufen soll. Ja, das haben sie wirklich schön gemacht, ne? Als Sammler blutet da auch immer gleich ein bisschen das Herz so. So viel, so neu, alles. Ah, damn. So, wir haben Stufe 20. Das ist super. Warum würde irgendjemand seine Besitztümer hier zurücklassen? Die gehören vermutlich den Bergbanditen da drüben. Das kann gut sein. Wenn euch irgendwas Wertvolles ins Auge springt, dann sollten wir es mitnehmen. Du machst wirklich keine halben Sachen, was? Na wieso auch? Die Schweine haben uns ja auch beraubt, oder? Haben wir erstmal das Mount gekauft? Würde ich auch so machen, ja. Mounts immer erstmal beste. Wait, what? Haben sie uns jetzt schon wieder beklaut, oder was sollte das mit meinem Geld? Wann? Eben beim Klettern, oder wie? Wird aber auch nicht näher drauf eingegangen. Na gut, dann folgen wir jetzt erstmal den Kutschenspuren. Oder wird bestimmt gleich wieder irgendwas Weirdes getriggert werden. Wobei wir hier keine Knochen oder Riesenvögel haben. Was ist das? Das sind Überreste einer alten Straße. Das scheint eine ziemlich wohlhabende Gegend gewesen zu sein. Ja, wovon jetzt absolut nichts mehr übrig ist, ne? Aber auch heftig, dass man anhand der Straßenüberreste sehen kann, wie wohlhabend die Gegend war, oder nicht? Wo wir auf Sprachreise in Italien waren, waren ja auch noch viele Wege und so Anlagen drumherum. Echt erhalten, ne? Konnte man schön auf den Pfaden der Römer wandeln, Junge. Daher ist das gar nicht mal so weltfremd, ja, dass sowas überbleibt, würde ich sagen. Interessant, interessant. Rainbase liegt östlich von hier. Danke, Bruder. Das ist seine Mission hier. Er ist der Wüsten-Indiana Jones, oder was? Bibi, imagoro dooshite ru kana? So ya, Rainbase ni iru kamoshirenai datta na. So ne. Hitori de mucha o shite inakya ii kedo. Bibi-chan! Ima iku kara mattete ne! Wird sie uns eigentlich erkennen? Vermutlich schon, oder? Wir müssten ja dann in der damaligen Form in irgendeine Erinnerung reinplatzen, wo wir eigentlich in ihrer Version sowieso die ganze Zeit da waren, nehme ich mal an. Und ist das Wimper? Haben wir ihn gefunden? Ja! Uso! Yukatta! Uwa! Ha? Excuse me, was sind die Untertitel bei Hua? Hä? Hä? Also, ich glaube, da wurde nicht 1:1 übersetzt, oder? Ha. Was? Nani? Nani. Heißt, wir haben zu tun, ein Zirkus ist auf dem Weg hierher, um dieses Kamel zu holen. Das wird eine tolle Attraktion geben. Das ist mal Sprachkurs heute. Das habe ich verstanden. Omae. Die sind böse, das ist ganz klar, Wimper. Sie wollen ihn fangen und an den Zirkus verkaufen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Macht euch bereit für die Niederlage, böse Buben, oha. Ihr bösen Buben. Ja, die können doch wieder gar nichts. Was denkt der eine, wer er ist mit seiner umwickelten Keule da? Negan? Sind wir bei Walking Dead, Bro? Der hat doch den Schuss nicht gehört. Hm, wie sieht's denn aus mit einer Freundschaftsattacke, wenn wir rübergehen zu Zorro? Wir brauchen ja nicht alle drei aktiv, ne? Einsetzbar 2500 Schaden. Ich meine, das Ding ist voll. Eigentlich müssen wir raushauen, oder? Trifft aber erstmal wieder nur einen. Das lohnt sich eigentlich nicht. Und das wiederum ist sehr schade, ne? Aber gut. Was willst du machen? Was willst du machen? Tatsumaki! Oh.
endlich mal wieder eine Blutung, Junge. Die prockt aber auch echt selten bei Zorro, was schade ist. War aber auch bitter für ihn, oder? Da haut er extra eine Lähmung raus, nichts trifft und er verblutet langsam. Hier haben wir eine schöne Schwäche, na dann. Das Hrrr! Albtraum-Move. Grupp! Das müsste eigentlich Insta-Kill sein. Aber nein, reicht nur für eine Lähmung. Okay, wir haben irgendwie ganz viele Feldverteilungen. Es sind immer nur ein paar richtig angreifbar, so mit Schwächen, aber nie alle. Darum hauen wir einfach einen fetten AOE drauf. Let's go. Thunderbolt! Stabil. Ja, am besten einfach nochmal mit Nami und dann ist Endstation, aber nee. Die wollen ein bisschen mehr, kriegen sie auch. Ey, die Animation ist so crisp einfach. Weg mit den Äumeln. Dann dürfen es ja nicht mehr viele sein. Dämliche Idee, Zorro anzuschießen, oder? Das wird vermutlich nicht so gut ausgehen für ihn. Aber so richtig Bock haben die auch wieder nicht. Vielleicht nochmal ein Gatling? Ja, das müsste reichen, selbst wenn nicht effektiv, oder? Arm! Ah, komm, wieder so ein Fitze Leben da. Das verfolgt mich durch alle Games, die ich zocke, Mann. Egal welches. Leck es Slap. Schön. Wimper gerettet. Aber eigentlich hieß es ja, dass Wimper von so einer Echse verfolgt wird, ne? Von so einer Echse, die eigentlich von dem Forscher zahm gemacht werden sollte. Da kommt bestimmt noch was. Leider kein Level up. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Wimper. Ich bin auch froh, dass es dir gut geht. Hey, Wimper, wir haben dich gerettet. Wie wäre es mit ein bisschen Dankbarkeit? Wie bitte? Er bedankt sich dafür, dass wir ihn zweimal gerettet haben. Zweimal? Er bedankt sich dafür, dass wir ihn vor der Sandora-Echse gerettet haben. Genau, als wir Wimper zum ersten Mal begegnet sind, wurde er von einer Sandora-Echse gejagt. Ja, das Echsenfleisch war lecker. Der Stein wurde schön heiß und gab eine gute Bratpfanne ab. Das war richtiges Wüstenkochen. Moment mal, was der Wissenschaftler da gesagt hat, dass Wimper einen Geruch hat, den die Sandora-Echsen mögen. Hey, erinnerst du dich noch? Du wurdest fast von einer Echse gefressen. Er sagt, gefressen? Die Echse hat mich nur verfolgt. Mit anderen Worten, der Wissenschaftler hat Wimper mit einem Geruch belegt, der Sandora-Echsen verrückt macht. Ich weiß nicht, aber das bedeutet, dass die Sandora-Echse, die der Wissenschaftler gesucht hat, die ist, die wir gegessen haben, oder? Ich schätze schon. Zucker. Verstehe, wir haben sie gegessen. Aber die war echt lecker. Wir sollten ihm davon berichten und versuchen, irgendeine Entschädigung zu erhalten. Wow, was für eine Connection. Und Wimper ist safe. Jetzt muss ich ihm Bericht erstatten, ob das dieses Taxi dann freischaltet. Ich will jetzt aber eigentlich nicht zurücklaufen. Das bietet sich bestimmt demnächst nochmal irgendwo an. Weil bis ich da jetzt wieder rüber bin, das wird, glaube ich, nicht angenehm ausgehen. Würde mich wundern, darum bleiben wir mal hier. On the street, Alter. Bei den Wagenspuren. Die bleiben auch auf der Straße, ne? Scheint so. Was ich nochmal feiern würde, wäre ein One Piece Open World Game. Also man startet als No-Name irgendwo in der Welt und kann dann selbst entscheiden, was man in der Welt macht. Auch selbst eine Frucht finden oder sonst was. Das klingt natürlich richtig krass, aber das dann auch zu programmieren, ja? Mit verschiedenen Früchten und so, verschiedenen Wegen. Das ist natürlich schon ultra big, aber cool klingt es auf jeden Fall. Alter, hi. Hey, ich habe euch doch gesagt, dass ihr nach Osten gehen sollt. Was meinst du denn, was wir gerade machen? Ja, ihr geht zwar nach Osten, oder? Ihr Trottel. Wir müssen zurück zum Anfang. Passt beim nächsten Mal besser auf, verstanden? Warte, wieso müssen wir zum Anfang? Okay, ist nicht ganz der Anfang. Hey, ich habe mich halt voll auf die Spuren hier konzentriert.
Aber gut, vielleicht hätte ich einfach auf den Marker auf der Minimap achten sollen, ne? Maybe ist er doch ein bisschen wichtiger als die Spuren da auf der Straße. Dann sind wir nämlich hier.勘弁してくれよ。やっと岩山を乗り越えたってのに。移動性の流差のようね。規模からして砂の流れる力は桁外れに大きいはずよ。自力では太郎なんて考えない方がいいわ。困ったわね。これじゃレインベースに向かえないわ。ビビ大丈夫かな。とりあえずもう少し北へ向かいましょう。 Wir gehen jetzt nicht da lang, wo ich eben lang wollte. Ihr verarscht mich komplett. Lasst uns doch durch die Minen von Moria gehen. Nein? Na gut. Dann anscheinend jetzt doch nach Norden. Wenn wir gerade Piraten haben, hast du mal Sea of Thieves gespielt? Tatsächlich nein. Hat sich nie so richtig ergeben. Und dass es auch irgendwelche riesigen Oktopusse und Megalodon und so gibt. Wenn auch in einem sehr eigenen Grafikstil. Weiß ich nicht, ob ich da wirklich langfristig Freude mit hätte. Nach Rainbase zu kommen, wäre ohne diesen ausgedehnten Treibsand kein Problem. Wollt ihr nach Rainbase? Im Norden gibt es eine Oase. Versucht da mal euer Glück. Ja, da können wir da aber bestimmt mit dem Krebs durchheizen oder so, oder? War das nicht sogar auch ein Problem im eigentlichen Manga bzw. Anime, wo sie dann rein sind mit dem Krebs und dachten, wird schon, er ist ja so langsam untergegangen. Und dann musste Nami ihr nices Tänzerinnen-Outfit präsentieren. Und das hat den Krebs dann so leicht angeturnt und dann ist er, Junge, einfach rübergeflogen, ne? Sehr wild. Tja, dann brauchen wir wohl mehr Tänzerinnen-Outfits. Wie ist dein Eindruck von Odyssey? Bisher sehr, sehr positiv. Ich habe ein bisschen Angst, dass sich sehr viele der Nebenquests einfach nur auf stupides Rumgelaufen beschränken werden. Aber da ich die bisher einfach habe liegen lassen, bleibt das einfach erstmal nur eine Befürchtung. Ansonsten Charaktere super gut erfasst wurden, Grafikstil einfach richtig nice und ja, insgesamt richtig cool bisher. Macht super Freude, auch durch diese alten Welten in Erinnerung zu schwelgen, ja. Darum gerne mehr. Er wieder. Ja, er hüpft aber auch ganz gut rum, ne? Boing, boing. Okay, what? Tschüss. Sollen wir ihm folgen? Oh nein. Hat der uns beraubt? Der ist der Oberbandit, oder? Nein! Ey, nein. まさか今のすれ違いざまにすったの?どうするルフィ?追うか?水飲んでからでいいんじゃねえか?いいわけないでしょ!すぐ追うわよ!Ja, das ist wichtiger als in der Wüste was zu trinken. 私はここで待ってるわ。なんだよ、リムだけ水飲むつもりだろ。違う。私がいるとエイサーは余計に逃げるから。なんか事情があんのか? それは、私にもよくわからないの。とにかく、さっき財布を奪ったのはヨイサーという生き物よ。彼らは優しくて弱い。だから、こういう悪いことはしないはずなんだけど。だが財布を吸ったぜ。そうね。まるでエイサーみたいだった。エイサーはヨイサーと外見が似ているけど、とっても乱暴で、 Kurzes Alon-Cosplay. Okay, dann müssen wir wohl die Kohle zurückholen.
Bevor wir durch die Oase kommen, aber können wir nicht in Rainbase einfach ein bisschen ins Casino neue Kohle machen? Oder uns alternativ lebenslang verschulden? Wäre auch eine Option. So, wir haben hier ganz viele räudige Pflanzen. Irgendein random Dude. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich will nur den Loot. Dankeschön. Läuft. Stell dir vor, jemand ruft dich an. Sie vermissen ihr Haustier. Naja, wir haben es gefunden. Aber auch gegessen. Sie können meinen Bauch streicheln, wenn Sie wollen. Da ist es noch drin, ne? Können Sie ein Ohr an den Bauch legen, dann hören Sie das Meer rauschen. Habe ich jetzt das rumgelaufen durch die Nebenquests gejinxt und jetzt habe ich es auch in der Mainquest? Oh no. An der Felswand. Es sieht fast wirklich so aus, als schicken sie mich gerade zurück. Bestimmt in irgendein anderes Banditenlager noch rein. Die Banditen sind dann die wahren Bösen, die die armen kleinen Affenmenschen, aha, hier versklaven. Ist sein Lager, oder was? Du mieser Hund. Gefunden. Den box ich. Aha. Die anderen. Okay, ist wirklich prüfungsrelevant. Wie kann man gleichzeitig so böse und doch so ungefährlich aussehen? Oi, Kane motte kita ka? Nani ningen to hanashiten da? Soitsu ra kara kane totta no ka? Datte. Onaji nakama ja ne no ka? Ah, der Arme. Koitsu ra wa chigau. Wir müssen ihm helfen. Nani ga chigau? Onaji da. Ijimete yaru. Sono ningen to issho ni. Iizo, aite ni natte yaru. Junge, Nami wird nie wieder normal gucken. Oh Gott. Na, die werden jetzt ja keine Challenge sein, oder? Haben sie die jetzt hochskaliert, weil es fiese Wüstenräuber sind? Na, die fegen wir weg. Wer ist denn effektiv hier? Nami nicht? Oh, Zauberbock. Okay. Das ist big. Das können wir nutzen. Tatsumaki am besten da, wo wir zwei haben. Aber da komme ich noch gar nicht hin, wa? Weil jeder wieder sein Gebiet hat. Ah, na gut, dann. Oni? Stabil. Schade, dass Nami nicht effektiv ist, sonst hätten wir alle treffen können. Übler Klatscher. Jo, was? Naruto mit den Schattendoppelgängern, oder was war da jetzt los? Heiliger. Robin, du hast jetzt eigentlich genug für den... Aber ich glaube, mit dem Flip tun wir uns doch einen größeren Gefallen, ne? Torrenta Flurl! Flip! Ja. Die halten nicht so viel aus zum Glück, sehr schön. Okay, Nami macht nicht so viel Schaden, aber unsere Techniker hatten Bock. Die sind zwar nicht bei einer gewissen Krankenkasse, aber wir haben auch gar keinen mehr davon. Damn. Was machen wir dann? Nami, dann holen wir einfach ein bisschen die SP wieder rein, oder? Ja. Ist okay als Schelle. Ruffy auch nicht besonders effektiv. Aber ich glaube, so eine gut gelaunte Pistole, die knallt trotzdem. Jo, schön reingekrittet. Dann ist es nur noch der da drüben und da kommen ja jetzt gleich alle ran. Ja, 100er Hit. Ist schon böse, aber wir sind böser. Weg ohne Jiri. Schönes Ding. Kleine Frösche in einem großen Teich. Oder große Frösche in einem kleinen Teich. Kommt drauf an, welche Gegend wir betrachten. Auf jeden Fall tote Frösche. Arigato. Taskatta yo.
自分でやり返してもよかったんじゃねえか。大したことなかったぞ、あいつら。いっさ。Jetzt war wieder happy. 今度は頑張ってみる。Yay! Okay, das Backtracking war jetzt zum Glück nicht so krass, wie ich es befürchtet habe. Hä? Nani? Orei ga shitai. Doko ka ikitai basho wa aru ka tte. Nani? Dou suru no? Isaku-san? Orei tachi wa michi ni kuwashii. Anta tachi wo mayowazu mokutekichi ni tsurete ikeru. Soitsu wa honki de tasukaru na.うちには迷子になりっぱなしのやつが多い。わーす。まったくだ。おめえのことだ、クソマリモ。え、マン。そこまでにしとけ。で、どうすればいいんだ。こいつ。行きたい場所を言ってくれれば、案内するって言ってるぞ。Ja, diese Szene auch gerade schon wieder, ne? Die beiden Heinis, Ruffy schön am Popeln, Junge, der hört schon wieder überhaupt nicht mehr zu, seit der Kampf vorbei ist, ja. Danke. So, ne. Ja, sakki no Oasis made onegai shiyou kashira. Okay. Ist ja nett, wir haben einen neuen Freund. Und er hat ein Taxi. Sasuga ni michi ni kuwashii tte dake aru wa ne.他の時も頼みたいくらいだぜ。え、本当にいいのか？何？どうかしたの？この看板があるところでよければ、呼んでくれればいつでも案内するって言ってるんだ。いや、cool。よいさは義理がたい。きっと役に立つ。だってよ。本当に？それじゃ、機会があれば手伝ってもらおうかしら。Ja, wir haben ihn ja jetzt befreit, ne? Ich krieg, wenn ich die lange ansehe, dann krieg ich schon ein bisschen Hunger, weil ihre Lippen aussehen wie richtig nice Bockwürstchen. Darum ist gut, wenn die jetzt erstmal wegbleiben, Mann, sonst knurrt der Magen gleich, ich sag's euch. Sea of Thieves macht wirklich Spaß, aber beim Wracktauchen-EDC sehe ich Craft aus bekannten Gründen nicht wirklich, ne? Das müssen dann andere übernehmen, das denke ich auch.Joyce-Reise. Drücke auf dem Kartenbildschirm im Menü J, um dir die registrierten Punkte anzusehen. Wähle einen dieser Punkte aus, damit dich ein Joyce in 0, nichts dorthin bringt. Registriere weitere Punkte, indem du dir die Reiseführerstände auf deinem Abenteuer ansiehst. Ah ja, ich muss sie richtig ansprechen, ne? Verstehe. Cool. Da müssen wir tatsächlich nicht ganz so viel laufen ab jetzt. Das ist auch cool.Was kann Zoro dafür, wenn ihm ständig der Weg falsch erklärt wird, oder? Der Arme. Der ist ein Opfer der Umstände. Hm. Mo, batschri, yo. So. Yoka. Ah, demo, omae, saki ni mizu nonda daro. No, nonde nai wa. Cho, ha, betsu ni ii janai. Sore yori hayaku oasis ni haitte, kono saki no ruto ni tsuite kakunin shinai to.いや、お前の財布を取り戻しに行ったから後回しになったんじゃねえかよ。Wie oft Lysop einfach dazwischen grätscht mit seiner weirden Handgeste, Mann. Herrlich. Gut. Weg gefunden, Oase gefunden, sauber. Bin zum ersten Mal hier und das erste, was mir auffällt, ist, du hast so eine richtige Fußball-Kommentator-Stimme. Ja, dankeschön.Ja, haben wir ja auch schöne One-Piece-Fußballfolgen, oder? Da gab es da mal so ein weirdes Special, oder war das nur eine Werbung? Irgendwo sehe ich sie gerade in Fußballtrikots. Und Baseball und so, ne? Was da in Japan mittlerweile alles verwurschtelt wurde mit diesen Charakteren. Holy hell, vom Davy Backfight mal ganz abgesehen, ne? Wo Zoro und Sanji ran durften. Und Sanji war der Ball, Junge. Das war auch ein Blödsinn. Heiliger.Wie war das in Enies Lobby? Er musste nur die Treppe vor sich hoch, wo die anderen standen. Und was macht er? Hui! Einmal durch. Jetzt kann ich Wasser trinken. Oder auch in Wano, ne? Wie er aufs Dach dann geschmissen wurde und schön angeflogen kam. Ja, Orientierung läuft. Darum immer durch die Wand. Ah, immer durch da.ルフィ、あれを見て。どっかから来たキャラバンみてえだな。それがどうかしたのか？あの荷馬車、
アルバーナの町でよく見たものと同じ。おそらくアルバーナの商業組合の場所ね。アルバーナ？じゃあ、あのリューサを渡ってきたっていうの？そうね。あるいは別のルートを見つけて。それは大きな手がかりね。ねえ、あなたたち、話を聞かせてくれない？あのリューサを越えられるわけがないだろう。アルバーナに抜ける洞窟があるんだよ。そこをなんとか突破してきたのさ。Junge, dieser Mann hat einfach keinen Hals. Das ist ja großartig. Sore, saikono jōhō da wa. Sein Kopf steckt einfach direkt auf seiner Brust. Was für eine Legende. Demo, dōkutsu ni iku tsumori nara kiyo tsukero yo. Sandy sabaku demo metta ni ome ni kakare nai. Waka dekkai banana wani ga uro uro shiteru zo. Go shinpai naku.うちには腕の立つ仲間がいるから。Hey Mann, du stoppst direkt wieder, wieso? Warum die Krokodile? Dabei hatten wir noch gar nicht so viele, oder? Mehr Krokos. Habe ich Bock, das hat gut EP gebracht, glaube ich. Nur darum geht es. Joseph, hi. Gut, wir haben da auch wieder so einen Steckbrief. Ah ja, wir können auch nochmal feiern. Aber...Vielleicht haben wir hier noch was zum Annehmen. Ne, in Auftrag ist dasselbe noch. Ah, den hätte ich vielleicht schon finden können oder so, wa? Das kann sein. Aber vor allem kann ich die Gilde hier berauben. Sympathisch. Was meint Sanji, die Kleine hier? Mädchen mit rosa Haaren, das ist aber ein komischer Name. Quiz sind Leben, Quiz sind Liebe, Quiz sind mein Ein und Alles. Beantworte meine Frage, neuer Kandidat.Wer seid ihr? Gut, dass du fragst. Ich bin Sona. Wir leben im Quiz-Zeitalter und ich bringe euch die Freude der Fragen. Quiz klingt langweilig. Das ist es nicht. Lass mich nur eine Frage stellen. Das macht dir bestimmt Spaß. Jetzt so, in welchem Chapter? Allzu lang dürfte es ja wohl nicht dauern. Was ist denn überhaupt das Quiz-Zeitalter? Das weißt du nicht? Quiz erobern die Welt im Sturm.Alle lieben Quiz. Sie gehören quasi schon zum Leben dazu. Zum Beispiel begrüßen sich die Leute mit Quizfragen. Das tun sie nicht. Du weißt es nur noch nicht. Außerdem... ist eigentlich geil, oder? Wenn irgendwer die Position nicht vertritt, ja noch nicht, Bruder. Noch nicht. Außerdem geht es nicht nur um Begrüßungen. Starke Krieger und Soldaten erhöhen ihre Quizkraft, um ihre Schwert- und Kampfkunst zu verbessern.So wie dieser Schwertkämpfer da drüben. Nein, das tue ich nicht. Erzähl doch nicht solche komischen Lügen. Ich lüge nicht. Das wirst du sehen, wenn du deine Quizkraft steigerst. Ich kann das irgendwie nur schwer glauben. Na schön, ich muss dich einfach dazu bringen, bei meinem Ratespiel mitzumachen. Ich weiß was. Treffen wir eine Abmachung. Wenn ihr meine Quizfragen beantworten könnt, erhaltet ihr von mir einen wunderbaren Preis. Du gibst uns Fleisch? Was? Ich...Fleisch, Fleisch! Legen wir endlich mit dem Fleischquiz los! Da hast du aber eine 180-Grad-Wende hingelegt. Na schön, fangen wir an. Das Grand Line Quiz. Dann schieß los, oder? Kann ich vorher einen Happen Fleisch essen? Nö, let's go. Was soll passieren? Möge der Kampf beginnen. Hier kommt Frage Nummer 1. Beantworte die Fragen. Die Crew hat den geheimnisvollen Quiz-Fan Zona kennengelernt.Ja, dann hau mal rein mit Frage 1. Erste Frage, welches Tier möchte dein Schüler werden, wenn du es im Kampf besiegst? Die Kung-Fu-Robbe. Richtig, da sie ziemlich stark sind, wäre es klug, sie nicht einfach so zu einem Kampf herauszufordern. Ich bin ein bisschen zärt, dass sie noch nicht da waren, ich habe die Szene geliebt. Das war, glaube ich, sowohl im Anime als auch im Manga so schön gecuttet, auch über die Seiten, dass, wie gerade erklärt, dass man die nicht bekämpfen sollte.Dann kommt der Cut, wie Ruffy eine umhaut, die dann sein Schüler werden will. Wieder der Cut zu Vivi, die sagt, ey, die begleitet dich jetzt, ja, die will von dir lernen und wir sollten damit aufhören. Und dann wieder der Cut zu Ruffy, wie er einfach 20 oder so einmal um sich hat, die alle lernen wollen, wie er kämpft. Und dann mussten sie ihren halben Proviant abgeben, um die zu bestechen, damit die bloß da bleiben und nicht mitkommen. So eine Scheiße.
Wie lautet der Name einer Giftspinne, die aussieht wie eine Frucht? Wüstenananas, Wüstenmango, Wüstenerdbeere. Oh, ich dachte jetzt an Wüstenbeere. Das war das Teil, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben bei Ace, der quasi eingepennt ist da beim Essen. Und dann hieß es, glaube ich, die Wüstenbeere. Richtig. Wenn man versehentlich eine isst, stirbt man innerhalb weniger Tage. Also Vorsicht. Dritte Frage. Wer herrscht über Alabasta und ist der 12. Nachfolger der Familie Nefeltari? Cobra Vivi Peru. Dürfte Cobra sein im Moment. Richtig, anscheinend besitzt sie doch ein wenig Grundwissen über Alabasta. Gut gemacht, richtig, und jetzt der versprochene Preis. Hey, ist das kein Fleisch? Niemand hat gesagt, dass der Preis Fleisch wäre. Aber wenn du weiter Grand Line Quiz Herausforderungen bestehst, gewinnst du vielleicht auch Fleisch. Oh, dann lass mal schnell das nächste Quiz rüberwachsen. Moment noch, auf die Fragen für das Grand Line Quiz muss man sich vorbereiten. Ich brauche also noch ein bisschen... Oh, alles klar. Danke, also dann, wir leben im Quiz-Zeitalter. Ich will das beste Quiz der Welt veranstalten. Ich warte darauf, dass ihr euch der mittelschweren Herausforderung stellt. Nice. Das ist ja cool. Das ist genau der Nerd-Scheiß, auf den ich Bock habe, Mann. Wild. Ist Quiz Mehrzahl und Einzahl? Hab immer gedacht, es heißt Quizze oder Quizzes oder so. Boah. Das Quiz, ein Quiz, viele Quiz. Zumindest war es jetzt hier so, ne? Da war nichts mit irgendwie noch weirden S oder ein E dranhängen. Anscheinend ja. Dann hat sie jetzt noch nichts wieder, oder? Quiz in Leben, Quiz in Liebe. Das Fleischquiz. Warum sagst du ständig Fleischquiz? Das ist das Grand Line Quiz. Willkommen im Quizzeitalter. Oh, das ist schon das nächste Jahr. Gehen wir rein, oder? Gehen wir rein. Klingt schon lustig. Warum bist du so besessen von Quizfragen? Der Grund, warum ich so besessen von Quizfragen bin? Ich möchte, dass es noch mehr Ratespiele auf der Welt gibt. Das ist alles? Ja. Je mehr Ratespiele es gibt, desto schöner und glücklicher wird die Welt. Ist das nicht wunderbar? Naja, die Idee ist vielleicht gut, aber... Nicht wahr? Deswegen müsst ihr euch auch weiterhin der Herausforderung stellen. Diesmal habe ich was Gutes für euch. Außerdem ist der Preis noch besser als der letzte. Hey, Fleisch! Fleisch ist es nicht, aber was richtig Schönes. Danke, dass ihr diese gewaltige Herausforderung annehmt. Möge das Grand Line Quiz beginnen. Kreiseschnecken-Pescatore bekommen wir und ein paar Berry, okay. Dann lass mal sehen. Erste Frage, welches Tier stellt sich tot, um Reisenden ihre Besitztümer zu stehlen? Der Gaunerhase, der Schwindelreiher, der Klaureiher. Ah, das war ein Reiher, ne? Da ist Ruffy losgeflitzt und hatte die da geschunden auf dem Boden liegen sehen. Und dann haben sie alle ausgeraubt. Schwindelreiher, oder? Ja. Falls ihr mal einem begegnet, haltet euch von ihm fern. Zweite Frage, wie heißt das große Casino in Rainbase? Spiders Café, Spice Bean, Goldregen. Richtig, ein grandioses Casino. Ihr solltet es mindestens einmal im Leben besuchen. Und wie heißen die riesigen Krokodile, die auf Sandy Island leben? Ja, schon Bananenkrokodile, obwohl die auf Sandy Island leben. Nice. Haltet euch von ihrem Revier fern, wenn ihr in der Wüste unterwegs seid. Super gemacht, ihr habt alle Fragen richtig beantwortet. Ja, von mir aus gern. Her mit dem Preis. Erkennt ihr jetzt, wie viel Spaß ein Quiz machen kann? Oh, langweilig sind sie nicht gerade. Schön zu sehen, dass Ratespiele immer beliebter werden. Du hast gesagt, dass du noch mehr Ratespiele auf der Welt sehen möchtest. Nimmt denn außer uns schon jemand am Grand Line Quiz teil? Leider nein. Deswegen müsst ihr ja auch Werbung dafür machen. Klingt echt mühselig. Was? Es gibt doch eine Belohnung. Mir zu helfen ist doch das Mindeste, was ihr tun könnt. Ich denke, wir haben wohl Lust darauf. Du findest deine Ratespiele ja richtig gut, Sauna. Ja, Raten ist Leben. Deswegen will ich weitere Ratespiele veranstalten. Ich warte auf euren nächsten Versuch. Wir leben im Quiz-Zeitalter. Okay, dankeschön, habe ich verstanden. Reicht dann aber auch erstmal. Trotzdem witzig gemacht, ne? Bisschen die alten Erinnerungen hier reaktivieren. Cool, cool. Dann würde ich sagen, wir speichern. Dann machen wir Party. Holen nochmal so ein bisschen Entspannung und Bonus ab. Und dann geht's weiter hier. Durch die Höhle.
zum fetten Krokoboss. Okay. Kampieren. Jawohl, kampieren ist auch ein richtig weirdes Wort, oder? Wir kampieren. Sagt das irgendwer ernsthaft? Das haben wir gesagt, so in der Schule, so mit den Freunden, als diese Meme-Welle kam, wo alles, auch Amerikanische, in so altdeutschen Minnesang übersetzt wurde, ja. Sie sehen mich rollend, sie hegen Groll, so diese Geschichten, ne? Und da haben wir dann auch versucht, so ein paar Begrifflichkeiten, die möglichst altmodisch klingen, irgendwie einzustreuen, aber man sagt doch nicht ernsthaft, ich geh kampieren. Das ist so ein oder ich bin zu wenig in der Camping-Szene, ja. Das könnte auch sein. Die ist bestimmt eine der vielen Big Mom-Töchter. Oh, auch wegen der Haare, ne? Ja, die Quiz-Tochter, siehst du? Haben wir wieder was rausgefunden hier. Secret Time. Wollte ich noch irgendwas machen? Nö, ne? Wir haben eigentlich gekocht, wir haben die Bällchen soweit. Ja, komm. Party und Abfahrt. So stelle ich mir die Tochter von Günther Jauch vor. Ja, ihr wärt der Publikumsjoker gewesen, ne? Wenn ich jetzt unsicher gewesen wäre. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Dann müssen wir über diese Brücke. Was ist mit dem Kollegen hier noch los? Oh, wollt ihr nach Rainbase? Dann müsst ihr durch die Höhle davon. Ganz gleich, wie gefährlich es darin ist. Wegen der Kleidung wollten wir schauen. Du hast völlig recht. Ja, nur dass ich da nicht vorhin gepennt habe. Da können wir natürlich gern nochmal kampieren. Das war... Was, beim Zelt? Kleidung wechseln, ja. So, wenn ich jetzt sage... Ruffys Reisekleidung, zieh diese Kleidung an. Ja, Ruffy. Ja, dann kann ich hier den Charakter drehen, aber hier kann ich jetzt nichts umschalten, ne? Das ist wirklich nur, dass man sieht, welche man gerade anhat. Aber ich habe keine Slide-Option oder so. Okay. Nochmal gecheckt für die Sicherheit. Wait, muss ich eigentlich eine Party schmeißen? Nein. Ohne Party kommst du nie wieder raus. Na gut. Ja, schön besoffen in die Höhle, Alter. Kommt da Bier. Yo. Ruffy stört das nicht. Schön halt Fleisch reindrehen. Shadow Tommy, der 17. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe heute irgendwo ein Zitat gelesen, wo Grillen grillieren heißt. Oh, grillieren und kampieren. Ja, das ist die Welt, in der wir leben sollten. Das hätte auch Oda selbst sein können, der uns immer wieder neue Fragen vor die Füße wirft. Er ist Teil des Spiels. Damn, Anudu, hi. Gut. Los geht's. Möchte nur noch gucken, ob wir hier irgendwo... Da ist eine. Ob wir irgendwo Loot haben. Bist du lieb oder muss ich dich bekämpfen? Ah, oh, eine Robbe. Kann ich mit dir interagieren? Oh nein, ich muss sie wirklich... Oh, wir müssen sie bekämpfen. Oh nein, ich dachte, ich kann sie streicheln oder so. Wir haben doch gerade gelernt, dass wir das lieber nicht tun sollen. Aber das ist anscheinend egal. Naja, Tatsumaki. Die Armen. Tatsumaki! Oh nein, sie hatten nie eine Chance. Ehre wäre jetzt, wenn die mir echt hinterherlaufen eine Weile. Aber das haben sie nicht gebracht, oder? Nee. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Ich glaube, Zoro hat die auch einfach gekillt. Und da kommt noch eine. Oh, sie ist sonnig. Oh, sie kommt angehoppelt, Junge. Sehr intense. Hoppeln intensifies. Die Kung Fu Robben. Aber ich freue mich, dass sie doch an die gedacht haben. Ah, da war auch noch eine Kiste. Schade. Das wäre echt sad gewesen, Mann. Hätten wir jetzt sogar eine Quizfrage gehabt und dann können wir sie gar nicht sehen. Aber sie existieren, jawohl. Sie sind real. Wie das One Piece. Schön. Manatron, hi, wie findest du das Spiel bis jetzt? Sehr cool. Macht sehr viel Freude, echt sehr viel Liebe in vielen Details. Aber bin gameplay-technisch auch noch nicht so richtig weit, ne? Ist irgendwie die erste Erinnerungswelt hier. Und bisher macht es definitiv Bock auf mehr. Aber so weit von. Was geht mit dir? Wenn ihr weitergeht, kommt ihr zu einer Wüstenhöhle. Die ist größer, als sie aussieht und hat ein paar gefährliche Bewohner. Seid vorsichtig.
größer als sie aussieht. Na gut. Rein da, kriegen wir schon hin. Amaterasu, der dicke T2er und der 27. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, Fledermäuse, was ist das da, Junge? Boah, Pandaman ist digitiert. Holy, nice, noch mehr von denen. Sie haben Bärte. Yeah. Noch mehr Robben. Cool. Durchquere die Wüstenhöhle. Dann haben wir auch so einen Taxistand. Okay. Dann sollten wir nur noch mal speichern. Dann den Taxistand holen. Und dann überlege ich gerade noch, wie ich hier am besten durchkomme. Ein paar EP mitnehmen. Aber dann bin ich geschwächt, wenn ich einen Endboss bekämpfe. Der scheint ja ein sehr fettes Kroki zu sein. Aber, naja. Schätze, bis dahin mache ich uns sonst wieder fit. Wir haben ja auch ein paar Äpfel und so dabei. Was geht bei euch? Unfassbar, dass wir jetzt mit Bananenkrokodilen zu tun haben. Durch diese Höhle führt der einzige Weg an Land. Was wollt ihr machen? Trotzdem gehen? Sei doch nicht so unvernünftig. Wir könnten gefressen werden. Gut, dass ich unvernünftig bin, Leute. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir gehen schön rein da. Oh, extra eine Vase hier versteckt. Ein Jaja-Würfel. Oi, mendo da kara shita ni ochin ja ne so. Oh, Zorro, wir müssen aber runter. Da ist eine Kiste. Ist das eine Falle? Wird jetzt eine riesige Schlange hier hochkommen oder so? Nö. Das war eine Warnung, die es zu ignorieren gilt. Wüstentomate. Und eine Fledermaus. Die würde ich ja gern von hinten überraschen. So ungefähr. Und mal gucken, was sie so drauf haben. Der erste Höhlenfight. Das sind nämlich viele. Und Ruffy hat Bock auf ein Gatling. Ich weiß es. I knew it. Oh ja. Oh, schön. Schön. Wenn effektiv, dann können die Mäuschen nicht so viel. Nami. Ich überlege immer noch, ob wir vielleicht einfach ein paar SP erstmal wieder auffüllen hier. Ist vielleicht nicht unsinnig. Knallt ja trotzdem. Aber die werden wir, glaube ich, brauchen. Wenn wir jetzt eh nur einen Skorpion hier haben, hauen wir ein paar Auto-Checks rüber. Zack. Ja, dass wir für die nächsten Fights noch halbwegs gerüstet sind. Bei dem Schaden, denke ich, ist eine richtige Entscheidung. Wow. Okay, neue Gegner erschienen. Das ist eine neue Mechanik. Ich meine, es sind jetzt zwei Fledermäuse. Die werden höchstens auf den Sack gehen. Bam. Aber das kann uns natürlich schnell zum Nachteil gereichen, ne? Je nachdem, welche Gegner da dazukommen und wann. Uff. Aber sei es drum. Zum SP-Farm vielleicht ganz nett, dass noch eine dazukommt. Das soll uns jetzt nicht stören hier. Und dann können wir bei den nächsten wieder richtig asozial reinspammen, Junge. Geil. Freue ich mich. Bam. Die hat aber Bock gerade. Die ist auch ein bisschen schneller, ne? Dafür trifft sie nichts, Ehre. Bam, so lobe ich mir das. Schnell sein und trotzdem nichts treffen. Wunderbar, wunderbar. Entspricht so ein bisschen meinem Aim in Shooter-Games. Vielleicht bin ich auch so eine Art Fledermaus. Man weiß es nicht genau. Blutskorpion und mehr haben wir anscheinend nicht. Ja, dann haben wir schon zwei neue Gegnermechaniken kennengelernt. Ne? Nämlich, dass sie A, wegrennen können, wie die Banditen, und B, können aber auch neue dazukommen. Spannend ist die Frage, ob das nur bei einigen Gegnertypen so ist oder ab jetzt bei allen. Weil Fledermäuse, ja, da kann sich vielleicht nur eher eine irgendwo versteckt haben, als jetzt ein Bandit mit einem riesigen brennenden Schwert oder so, ne? Da ist auf jeden Fall ein Würfel, auch eine Schatzkiste. Heißt, wir müssen da irgendwie rüber können. Ich sehe eine Schatztruhe auf dieser Seite, aber ich könnte nicht mal bis nach oben klettern, wenn ich rüberschwimmen würde. Nicht, dass ich überhaupt schwimmen könnte. Oh.
Ja, fühle ich das Problem, Bro. Oh, okay, ich kann auch nicht aus Versehen reinfallen. Hat Ruffy nicht so Bock. Komisch. Dann wuseln wir mal weiter. Ach, gucke, da ist schon einer. Hallo, Mister, Sie haben deine Kiste. Die will ich. Gumo Gumo. Im wahrsten Sinne. Nicht mal nur das gute Morgen ist gemeint. Ja, Nami, jetzt haben wir wieder SP, oder? Gleich raus hier mit den 70. Bevor noch mehr dazukommen. Au, müssen wir eigentlich wirklich gucken, dass die Fights jetzt vielleicht ein bisschen zügiger beendet werden. Weil es natürlich sein kann, dass wenn sie jetzt diese neue Mechanik vorgestellt haben, dass wir dann auch wirklich mehr davon präsentiert kriegen, ne? War, na, der hat überlebt. So viel zu schnell beendet. Oh nein, das war ja grausig. Zack. Und darum in der Höhle dann sowas kommt wie, oh, du hast den Bananenkrokodil-Boss fast tot. Gut für dich. Hier kommt das zweite Krokodil. Schelle. Oh, Ruffy cleared. Ja, oh. Okay, die konnten nix. Die haben auch keine Verstärkung gerufen, so lobe ich mir das. Okay, was hat er bewacht? Noch ein Ja-Ja-Würfel. Ja, mehr Würfel brauchen wir. Schön ist es ja in der Höhle. Aber erkälten sie jetzt bestimmt alle, weil es zu kalt ist auf einmal. Was ist mit ihm? Er ist einfach kurz stehen geblieben. Komm her, du Sau! Mit deiner miesen Knarre. Aber wir hatten jetzt länger keine Herausforderung, ne? Nicht irgendwie jemand, der verstärkt wird? Bam! Dann werdet ihr halt niedergeknüppelt. Mir doch egal. Werte aufgrund von maximalen SP erhöht. Dann haben wir die aber wirklich sehr schnell aufgeladen, ne? Habe ich fast gar nicht mit gerechnet. Dann können wir jetzt ja auch mal wieder auf Sanji gehen. So. Bei Robins Fähigkeitenrepertoire ist ja auch noch, ich sag mal, bestenfalls überschaubar, ne? So, Zorro. Wer ist denn am effektivsten gerade? Sanji gegen den einen. Nami aber gegen den, der jetzt dran wäre. Ruffy auch noch gegen den anderen da. Das ist ja alles gar nicht optimal, Junge. Na gut, dann Sanji, würde ich sagen, einmal dem Bruder da drüben war. Boom. Aus dem Leben getrieben. Wasserdieb nennen die sich. Aha, liebe Wasserdiebe. Es ist Zeit zu gehen. Ich sag's, wie es ist. Unsere Höhle. Also vorhin hatten wir echt das Glück, dass viele in einer Zone aufeinander standen. Da konnte ich nicht immer den Strohhut raussuchen, der jetzt gerade am meisten Schaden gedrückt hat in der Situation. Der hat dann einfach fett rasiert. Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Boah, schon überleben die wieder, die Räudigen. No way. Maul jetzt. Dankeschön. Einfach weggeschlitzt. Und der verpisst sich. Okay. Naja, besser, als wenn auch einer dazukommt. Findest du aber auch super, dass überhaupt keine Anstalten macht, da hinterher zu rennen. Ist einfach okay, dass er jetzt wegkommt. Ja, vielleicht berichtet er seinem Chef oder so. Ja, scheiß drauf. Ist uns doch egal, weißt du. Soll der machen. Hier geht's runter, da steht auch noch einer. Da hinten ist auf jeden Fall ein Würfel. Darum würde ich erstmal versuchen, dort rüber zu kommen. Geleestein. Du wirst mich bestimmt ärgern. Lysop, nice. Lysop hat auch schon einige sehr coole Fähigkeiten gehabt, die gecarried haben. Da ist Efeu. Da kommen wir hoch. Das wird bestimmt nicht der Hauptweg sein, oder? Unten war auf jeden Fall... Auch noch was? Nee. Nami. Hat er einfach den richtigen Riecher. Allgemein sollten wir vielleicht auch wieder zu Nami switchen. Weil die konnte ja auch Bonusgeld finden und so, ne? Darum ist, wenn man nicht gerade eine Blockade hat, das Rumlaufen mit Nami oder Sanji wegen Food vielleicht noch mit am besten. Aber können wir runterspringen? Danke. Aber habe ich so an Ruffy gewöhnt, Junge. Einfach auch alle Items ranziehen. Das ist schon ziemlich nice.
Wo ist der Bruder? Oh, der steht jetzt da drüben. Nee, geh mal weg. Nami, du musst jetzt ein bisschen flitzen, okay? Schön die Oberschenkelmuskeln und so. Ja, die brauchen wir. Tom, Hallöchen. Grüße. Echt? Junge, sie war doch schon dabei, als wir welche bekämpft haben. Das sind keine Krokodile. Ja, ich glaube, Kaninchen sind das auch nicht. Zorro will nach rechts gehen, dann gehen wir auch nach rechts. Dann ist da bestimmt irgendein Hidden Boss oder so. Oh, Junge, geh weg, ich will nicht. Ey, es hat sich wirklich gelohnt. Ist ja super. Zorro, ein Vitalapfel. Jo, nehme ich mit. Und jetzt können wir das Fledermäuschen überrumpeln. Sehr gut. Oh, mit Bonusziel. Okay, eben noch beschwert, ne, dass wir das länger nicht hatten. Ja, aber das wird schon. Ruffy ist leider nicht besonders effektiv. Doch, ach, wurde nur nicht angezogen. Dann befreit er sich selber. Bam. Jao, das war doch mal ein schönes Bonus hier, Junge. Mein Freund, gute Nacht. Bonus-Erfahrung. Die brauchen wir auch. So langsam, wie wir aktuell hier Level-Ups bekommen. Schöne Schelle. Aber das ist auch wieder so ein schwarzer Skorpion, ne? Die sind ja sowieso ein bisschen ekliger gewesen. Sanji, dann müssen wir nur eigentlich mal switchen, wir beide. Obwohl ich dich gerade erst reingeholt habe, aber... Lissabon und Nami waren ja gerade bei Tierchen häufig massiv im Vorteil. Schöne Pulverkugel. Wow! Was, der lebt noch? Wait, what? Wie viel Leben hat er? 0,3? Hey, Junge, die ganze Leiste ist einfach weg. Ich raste aus. Was? Jetzt ist er hin. Der wollte es nicht einsehen, dass Lysop ihn geschlachtet hat. Kann ich verstehen. Choppa auf 20. Nice one. Okay, haben wir doch fast alle in Richtung 20 schon mal getrieben. Jetzt ist da drüben nochmal Loot. Komme ich da ran? Wird es das wert sein? Nö, wird es bestimmt nicht. Oh ne, noch eine Fledermaus, Junge. Verpiss dich. Das ist ja schlimm hier. Bad Cave. Yo, das ist der Panda. Bam! Junge, was für ein Vieh. Oh Gott, das sind mehrere. Steinpanda. Boah, der ist schon unheimlich, ey. Ich bin mental nicht bereit, Lysop. Da sehe ich mich, aber wir müssen trotzdem. Okay, Zorro hat Bock auf beide. Das ist ihre Löwenlied. Direkt auf den. Let's go. Come on. Oh, schöner Hit. Und Blutung ist da. Aber er kriegt einen Angriff durch. Ja, ist okay. Stabile Schelle gewesen, direkt verblutet. Nice. Aber die haben mit Sicherheit richtig eklige Special Moves, Junge. So richtig widerlich. Ruffy, kommst du an den ran? Kommen wir gerade noch nicht, ne? Weil wir wieder unser Gebiet erstmal klären müssen. Ey. Das ist alles nicht schön. Aber sei es drum. Wieder so ein Fitzel. Mann. Nami, ich habe ein bisschen Schiss, dass der jetzt was macht, was richtig reinscheppert. Darum Defense. Die haben bestimmt irgendeinen räudigen Biss oder sowas. Naja, greift wieder normal an. Aber die Schelle easy dodge, gar kein Problem. Dass Ruffy aber die jetzt nicht gewonnen hittet hat, weil ich wieder im Sparfuchs-Modus war, ja. Sehr belastend. Okay, Lysop knallt die weg. Der alte Kammerjäger, ja, der macht das. Und dann würde ich sagen, Zorro nochmal. Komm, Löwenlied. Und nochmal Blutung, das wäre big. Ja, er blutet, aber er hat ein bisschen weniger gefressen, glaube ich. Angriff auf Nami, ja, knallt schon ein bisschen mehr. Blutung ein bisschen weniger, aber Ruffy kann enden. Let's go. Wurz. Ja, einfach auf den Rücken gelegt wie so eine Schildkröte, Mann. Yo. Dicke Pandas des Todes.
Ruffy 21. Zorro 20. Stabil. Da hat sich doch gelohnt. Bonusziele sind eine gute Sache. Und er wurde vom Panda überwältigt, oder was? Oder ist das wieder einer aus der bewusstlosen Familie hier? Bitte nicht. Oh, nee. Zusammengebrochener Joseph. Ihr verarscht mich. Ist wieder ein Cousin jetzt, oder was? Er ist mental nicht bereit. Wann ist er das schon? Einfach nie, ne? Das ist ein Lifestyle. Das ist ein Lifestyle. Das war doch bei Perona, oder? Auf Thriller Bark. Da war das doch sogar sein Konter quasi. Warum bei ihm diese Negativgeister nicht funktioniert haben. Ich bin immer negativ eingestellt. So eine Scheiße, Mann. Ist alles in Ordnung? Hat dir das eine Kreatur aus der Höhle angetan? Nein, ich kann mich vor lauter Hunger nicht bewegen. Was? Nicht noch einer von euch. Bitte gebt mir viele Äpfel. Na komm, wir haben 3. Ah, das ist gut. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich krieg immer so schnell Hunger. Ich stamme aus einem Volk hungriger Leute. Wahrscheinlich sind sie ein eigenes Volk. Ihr habt mich wirklich gerettet, danke. Was für ein Volk ist das denn? Warte mal, gibt es von euch noch einen Nanohana? Oh, kennt ihr Joe? Das ist mein Neffe. Er ist der Onkel. Ich wusste es doch, deine Familie macht nichts als Ärger. Ah, ich entschuldige mich für meinen Neffen. Hier, nehmt dies als Entschuldigung. 5 Mega-Energieäpfel. So, ich werde mich noch ein bisschen ausruhen. Hat er denn gar keine Angst vor den gefährlichen Biestern, die hier rumlaufen? Wie groß seine Familie wohl ist. Ich fürchte, wir werden das rausfinden, Chopper. Ich fürchte, wir finden das raus. Bam! Das waren einfach die Handlanger von Panda Man. Das könnte auch sein. Der miese Hund. Als ich von dem das erste Mal gelesen habe, habe ich auch meine bis dahin vorhandenen Mangas durchwühlt und durchblättert, ob ich ihn auch irgendwo sehe. Also Panda Man ist so ein kleiner Running Gag von Oda, den er immer mal bei den verschiedensten Szenen in den Hintergrund zeichnet. Und der auch immer mal im Anime mit rumspringt, ja. Mal ein bisschen auffälliger, mal ein bisschen unauffälliger. Und ist einfach so ein Dude, ja, mit einer Panda-Maske, den gab es auch als Hidden Character in diversen Games, wo er dann so Bambus-Special-Attacks hatte, ja. Sogar im allerersten One-Piece-Game, wenn du da irgendeine bestimmte Tastenkombi bei den Credits gedrückt hast, hast du den als spielbaren Charakter bekommen und so. Deswegen, ja, es ist so eine kleine Legende auch, ja. Die lebende Legende. Ich bin nur ein einfacher Biologe. Unglaublich, dass ich in so eine gefährliche Höhle gegangen bin. Ich hatte gehört, dass es einen seltenen Panda in dieser Höhle gibt, aber wie sich herausgestellt hat, war es nur ein Eisbär mit Sonnenbrand. Was? Das hat Lissab auch gesagt. Was? Ich meine, natürlich, Chopper. Ich weiß alles über jedes Tier auf der Welt. Haha. Was? Wie dem auch sei, dieses Tier ist ein Eisbär, kein Panda. Ein Eisbär mit Sonnenbrand. Ich raste aus. Okay. Dann ist es wohl doch nicht Panda Man. Können wir hochklettern, Nami, oder brauche ich Ruffy? Wieso denn nicht? Nami hat keine Lust zu klettern. Na gut, das mit der Geldsuche hat der eh nicht so gut funktioniert. Dann switchen wir vielleicht doch wieder. Und Ruffy kann sich vermutlich hochziehen. Aha. Irgendwas hat mit dieser Pflanze nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Naja. Waren wir ein bisschen mit Nami am Flitzen auch, okay. Ach, guck an. Da ist ein Speicherpunkt. Da ist noch ein Würfelfragment. Hier ist schon wieder ein Lager. What? Letzte Mal habe ich irgendwie 2 Stunden lang keinen Lagerpunkt gefunden. Und jetzt hier alles aufeinander, oder was? Nach einem halben Meter. Naja, gut. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, wa? Mehr gibt's hier aber nicht. Da oben kann ich mich langziehen. Und das ist dann bestimmt der Hauptweg. Naja, erstmal speichern. Dann gucken wir uns die Würfelfragmente an, obwohl ich mir maybe angewöhnen sollte, das vor dem Speichern zu tun. Aber erstmal gibt es lecker Upgrades hier. So, ihr habt alle nix, aber Ruffy hat noch eins. Bazooka benutze ich sehr selten, ne? Ich glaube, die Pistole maxen wir so ein bisschen. Lissab noch eins für den Feuerstern. Ja, big. Und das war's. Okay, das hat jetzt aber gedauert. Verrückt. Da ist noch ein Fledermäuschen und hier ist doch safe wieder die ein oder andere Kiste, wa? Da geht's runter. Da ist eine Kiste. Ja, schau mal.
Ich gehöre auch zum hungrigen Volk. Ja, fühle ich komplett. Da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Das hungrige Volk, Junge. Aber ich breche zum Glück nicht so oft in Höhlen zusammen. Das ist der eine Vorteil. So, kommen wir ohne Kampf runter? Scheint so. Weiß jetzt nicht, ob das ein cleverer Weg ist, den ich hier nehme. Ach, lul. Ach, da ist der Biologe wieder. Yo, das ist einfach nur ein anderer Weg gewesen. Naja, gut. Sei es drum, haben wir den auch gefunden. Ich glaube, Lager müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, wa? Ist bestimmt so der letzte Speicherpunkt, bevor wir zum Kroki kommen. Eine Robbe! Aber vielleicht kann ich an der vorbeisneaken. Ich möchte die Robben nicht umhauen. Ich mag die voll. Ich bin Robbenfan. Oh. Oh. Da lauert er, der Dicke. Dann hätte ich gesagt, wir gehen doch nochmal speichern und machen Party. Okay, ist wirklich schon der Endbossraum hier in der Höhle. Weil Partybonus mitnehmen ist, glaube ich, vor so einem Fall sehr, sehr nice. Hätte ich nicht erwartet, dass es wirklich so schnell geht. Toll. Erst habe ich das Lager verschmäht. Und jetzt wird doch kampiert, weißt du. Und später musst du wieder gnadenlos überziehen, weil du keinen Speicherpunkt findest. Ja, genau so wird es sein. Wir werden jetzt hier dicht an dicht gepflastert. Ja, und nachher... Junge. Alle abgesägt, ich sag euch das. Das Essen sieht aber auch immer geil aus. Oh mein Gott. Oh, ich bin wirklich beim hungernden Volk gut aufgehoben. Ja, wobei, ich wäre vielleicht lieber beim essenden Volk, ja. Nicht mal das satte Volk, ne, einfach immer futtern, Junge. Da sind die Tische bestimmt auch gut befüllt. Da kann man sich hochziehen, aber ich glaube, erstmal müssen wir fighten, oder? Das sieht so aus, als würde ich hier nicht so einfach drumherum kommen. Hallo, mein Freund. Yo. Okay, der ist auch gleich dran. Das heißt, wir könnten Ruffy erstmal eine Defense geben, obwohl er auch schwach ist gegen Thunderbolt. Aber Lähmung und so könnte ja im Zweifelsfall auch Ruffy übernehmen. Quatsch, Lissab meine ich. Wir geben erstmal hier ein bisschen Defense rein. Das hat ja letztes Mal gut funktioniert, weil das Vieh hat ja echt was ausgehalten, ne? Bananenstampfer, genau. daneben. Das sieht nämlich echt böse aus, die Attacke. Damn, Junge. Okay, bevor wir dann mit Lähmung und so reingehen, könnten wir ja erstmal den böllern. Obwohl es nicht sehr effektiv ist gegen das Kroki. Aber es verlangsamt und fügt Blutung zu. Das ist vielleicht wichtiger als der Schaden an sich. Let's fetz. Schön Kombo, Junge. Mit Dragon Ball Aura. Ja, wobei, also. Das war schon eine stabile Schelle. Was soll ich sagen? Stabile Selle? Stabile Selle? Es klingt alles ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Kommt von dir noch Hogwarts Legacy? Irgendwann vielleicht, ja. Aber jetzt in nächster Zeit nicht. Da haben wir viel anderes geplant. Zorro ist sehr effektiv. Es blutet aber auch schon. Es ist aber auch noch nicht dran. Ja, dann gehen wir voll rein, oder? Los geht's. Bam! Jau! 500er Hit und Doppelblutung. Nee, gibt's vermutlich gar nicht. Scheiße. Ruffy, was machen wir? Ich bin geneigt, Ruffy gegen Sanji zu tauschen. Weil Sanji letzte Mal so einen heftigen Schaden gedrückt hat. Aber da war es ja auch die Echse, oder? Und nicht das Kroko. Darum nehmen die sich vielleicht gar nicht so viel. Na gut, dann gehen wir so rein, Ruffy. Abfahrt. Bam! Oh, schön in die Fresse. Sind wir schon bei der Hälfte. Sehr, sehr gut. Jetzt ist es Kroki wieder dran. Dann könnten wir maybe gucken, ob wir mit Nami ein bisschen aggressiver diesmal rangehen. Bisschen Donner. Bam! Aber wir schlagen uns ja ganz gut. Aber Lähmung hat trotzdem nicht hingehauen, oder was? Oh, oh. Naja.
Naja, Verwirrung ist real, aber ansonsten war das jetzt keine Schelle, die ich unbedingt dodgen muss, würde ich sagen. Das war ja easy going, dann könnten wir gleich nochmal rausrotzen hier, Bats. Aber diesmal... Yo! Diesmal krittet das einfach, Jungs. Los geht's. Leider nicht. Aber macht schon massiv Schaden, Mann. So, Lissab, du bist leider entgegen aller Erwartungen sehr schwach gegen den Bruder. Darum hätte ich fast gesagt, wir holen mal Robin noch rein. Ja. Weil Robin ist auch Techniker, aber ich fürchte, ihre Fähigkeit des Hodenquetschens ist bei dem Kollegen jetzt nicht so effektiv. Der hat Widerstand. Aber so eine Schelle hittet doch bestimmt auch. Oh. Oder auch gar nicht. Dafür ist es ohnmächtig. Na gut. Ruffy ist verwirrt, greift einfach so an. Achso, dann macht er irgendwas. Ah, ich habe keine Kontrolle in diesem Moment, verstehe. Ja, Tigerfalle. Ich glaube, die Technik hat er auch schon benutzt bei Captain Black, oder? Als er die beiden Katzen weggehauen hat. Diese Siam-Brüder. Ich glaube, da hat er das auch schon gezimmert, als sie dann durch die Gegend geflogen sind. Tja, Robin, leider war der Schaden auch echt für die Katz und das ganz ohne Siam-Brüder. Darum Sanji nochmal rein. Der hat ja am Anfang heute richtig reingedonnert. Mal sehen. Bam, schön. Guck mal. Auf den Bruder ist Verlass heute. Finde ich gut. Nice. Das war doch hingehauen. Oh. Oh nein. Oh, jetzt kommt Mutti. Oh no. Oh no, jetzt kommt Mutti und sie hat mehrere Bananen auf dem Kopf. Buschiges Bananenkrokodil. Ey, ich hab's aber wieder ein bisschen gejinxt mit der neuen Mechanik, dass welche dazu kommen, oder? Oh nein. Ja, wenn du denkst, das ist der Boss, ne? Und dann, wenn er liegt, warum höre ich immer noch Bossmusik? Ja, wir müssen da natürlich rein eskalieren, das wäre klar. Und ich glaube, diesmal gehe ich doch wieder ein bisschen defensiver ran, oder? Erstmal gucken. Gucken, was es macht. Angreifen. Na gut. Ich dachte, wir sehen schon mal so einen Special Move. Da hat es nicht so Böcke drauf. Okay, Sanji hat diesmal keinen Vorteil. Das heißt, wir switchen wieder auf Lysop zurück. Maybe hat der Bruder die Nase von Hatter. Hatter. Okay, es ist schwach gegen alles davon. Feuerstern haben wir, glaube ich, sogar gemaxt, oder? Mit der Schwachstelle und einem Hammer. Eigentlich will ich sehen, wie der Hammer auf das Vieh runterkracht, Junge. Bam! Okay. Man hat es nicht so schön gesehen, wie ich gehofft habe, aber auf so einen riesen Kroko mit dem Hammer zuzurennen, ist schon ein relativer Boss-Move, würde ich sagen. Zorro, bist du effektiv? Auch nicht. Scheiße, aber vielleicht kriegen wir trotzdem eine Blutung hin, beziehungsweise erst nochmal die Geschichte. Los geht's! Freu mich so auf die anderen Moves dieser Art, immer. Das wird so krank. Okay, Blutung, wichtig, Angriff verringert. Sehr, sehr gut. Ruffy, du bist trotzdem nicht so stark gegen den Kollegen. Ja, aber Chopper würde auch nur wegen der Heilung eigentlich Sinn machen. Wer anders geht gerade nicht. Wir könnten mal gucken, ob wir so ein Bällchen benutzen. Wieso nicht? Senkt den Angriff, zusätzlich den Angriff senken oder die... Ja, Verteidigung. Bam. Sehr gut.
Defense gesenkt. Und jetzt löst ab mit dem Feuerstern, Junge. Oh, das war ultra wack. Wieso denn das? Wait. 200 Schaden mit gesenkter Verteidigung? Da hat die Blutung ja krasser getickt. Was war denn da los? War der Nami? Nami war da auch effektiv, oder nicht? Schwach. Hier, come on. Einmal reinblitzen. Thunderbolto Tempo! Zwei? Was? Wieso? Junge, hat zwei Schaden gemacht? Wieso? Was raff ich denn gerade nicht? Hat das hier irgendeine Grunddefense gegen Magic? Ja, das sitzt brauchbar. Okay, es blutet ja auch. Ruffy, mach mal Bullet rein. Eigentlich schlecht. 158. Hm. Dann habe ich mir anders gedacht, ne? Na, geht doch, Lissab. Das waren doch fast die 500 Grad. Angriff, ja. Blutung dazu. War schon gut, dass ich am Anfang ein bisschen in die Defense investiert habe, würde ich sagen. Und mit Ruffy soll ich es besiegen. Das kriegen wir hin. Das sollte gehen. Schön mit Vernunft und Taktik vorgehen. Immer rein nuken ohne Ende. Jawohl. Das hat aber auch schon einiges mitgemacht, ne? Wenn man sich die ganzen Narben hier anguckt. Heilige Scheiße. 31, Nami. Was ist da los, echt? Das ist ja unangenehm, hör mal. Richtig wacker Mistschaden, ey. Freundesattacke. Nee. Tja, Ruffy, was machen wir? Du musst es besiegen. SP-technisch sieht das aber ganz gut aus. Bazooka rein. Bazooka! Au. Ja gut, Ruffys Angriff ist ja generell verringert, ne? Das war halt ein bisschen doof. Zoro hat auch nicht mehr so viel, aber Lysop mit der Pulverkugel hat er gerade mies reingecarried. Ja, Junge, ich brauche mehr von Lysop gerade. Schockhauch. Oh nein, alle drei getroffen? Oh, shit. Mehr Blutung. Ich muss es halt eigentlich mit Ruffy besiegen, ne? Ihr muss es eigentlich mit Ruffy besiegen, Nami. Dich wechseln wir mal aus gerade. Hol mal Dr. Chopper rein. Nicht, dass mir jetzt echt nur einer umfällt hier, weil Ruffy hat doch gut in die Schnauze bekommen, leider. Aber der Doktor ist da, kein Problem. So. Dann wäre jetzt die Überlegung, ob wir nochmal einen Freundesangriff drücken oder ob der schon killt. Na, der killt nicht. Und dann kann Ruffy den Kill setzen. Come on, einmal noch zusammen hier. Ikso, Zoro Chopper! Zoro! Cocktail! Isop! Kerry! Bam! Jetzt darf die Blutung nur nicht hitten, ne? Ich gehe. Oh nein! Ruffy, du musst leben. Du musst leben. Bedeutet. Ich komme nicht an ihn ran, sinnig, oder? Nee, es geht gar nichts. Ah, Chopper, dann müsste er versuchen, Statusleiden zu entfernen. Ja. Hey, da ist er wieder. Und. Angreifen. Ist okay. Kein Schock. Ah, wieder Blutung. Nein! Oh, no. Never lucky, Junge. Never lucky. Mann, eine Runde erst gewesen. Na gut, okay. Keine Bonus-EP, aber Ruffy ist wieder fit und Kroko ist down. Und trotzdem Level up. Sehr gut. Ah, wie mies, Junge. Yo! Oh Gott! Ey, das sah bei mir gerade anders aus. Oh Mann.
Oh, Rip Chopper. Big Safe. Dim, taskete kurete arigato na. Kansha suru koto wa nai wa. Anata wa chiisai kara atarimai yo. Nanda yo? Ore wa chiisaku nanka nee zo. Wow. Ey, was für eine Cutscene. Aber schön das Kroko weggehauen. Kurz bei WhatsApp gucken. Mach ich. Während die Strohhüte diese wunderbare Wand bewundern dürfen. Ehre. Jo, alles klar. Also Heizung müsste an sein. Muss dann vorher erstmal runterdrehen oder so. Muss noch mal gucken. Aber alles klar. Hab's gelesen. Das war's mit unserem Weg durch die Wüste. Ja, wir brauchen einfach noch mehr Krokodile, die wir dann gegen weitere Wände hämmern können, bis irgendein neuer Weg entsteht, oder? Das wäre auch eine Taktik, auf die ich Bock hätte. Komatta wa ne. Kou naru to ryūsa wo koeru hōhō wo kangai nai to. Kuzurete kitai wa nantoka nanne no ka? Hayaku koko wo demashou. Hōraku ga okiru to minna ikiume ni natte shimau wa. Auch geil, dass wir jetzt den einzigen Weg zerbombt haben, ne? Super. Super. Läuft bei uns. Kehre zur Oase zurück. Geil. Mattaku mo, anta wa kagen te mo shiranai nda kara. Au, wari. Hontou ni warui to omotteru? Ja, ja, tut mir total leid, ey. So sad. Wir sollten schnell weg, hier ist es gefährlich. Ja, die Steine könnten jeden Moment runterkommen. Ja, entspannt euch, wir sind doch alle aus Gummi. Da müssen wir uns jetzt auch nicht so übertrieben Sorgen machen. Will ich aber trotzdem wissen, was das für ein Weg ist. Ist das jetzt die ultimative Abkürzung? Ich fand die Cutscene aber sehr fett. Ich hoffe, bei den Bossfights, die noch anstehen, haben wir auch so richtig schöne, ja mehr oder weniger Remastered-Versionen, ne, von den alten Fights. Das wäre schon edel. Ah! Jetzt sind wir hier genau gegenüber, wo wir vorhin geguckt haben. Ja, ja, ja. Liebe Robbe, ich will dich nicht fighten. Ich möchte das nicht. Ich will nur looten. Und auch vom Kroki haben wir ja wieder geiles Zeug bekommen. Da muss ich gleich erstmal gucken, ob wir da wieder ein bisschen umequippen können. Ob endlich Robin mal was bekommt. Und den Würfel von Lysop. Okay. Ja, war doch gut. Auch wenn ich echt gern das Bonusziel mitgenommen hätte. Aber naja, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Ittoku kedo ore, ookiku datte narerun dakara na. Dakara nani? Ima no anata wa watashi yori chiisai wa. Sou da kedo. Chopper, er kann einfach nicht punkten, ne? Er ist die Baby-Version, er kann nichts tun, Mann. Okay, einmal speichern. Level-Ups waren ja trotzdem real. Und kurz gucken wegen unseren Würfeln. Hier, Lysop hat noch einen. Oh, Feuerstern jetzt auf 3. Ja, das war's, glaube ich, ne? Wegen Artefakte war der Rest. Und zwar einmal möglichst zu Robin, wenn's geht. Da hätten wir jetzt Kraft des Leviathan frei. Mumm. Ja, nehmen wir rein und können ja jetzt noch anderes mit reinmaxen. Kraft des buschigen Bananenkrokodils. Angriff 280, Bruder. Schmeckt aber sehr, sehr gut. Aber das war's auch schon wieder, ne? Nur Chopper ist jetzt noch beschissener equipped. Damn. Na gut, bisschen Mumm, bisschen Angriff. So lobe ich mir das. Dann zurück zur Oase. Und ich fürchte, wir brauchen dann jetzt doch einen Krebs, oder? Oder ganz viele Kamele, wie so Schlittenhunde. どうしたものかしら。別の抜け道を探すか。龍さを渡るしかないわね。もう一度さっきの正体の人たちに聞いてみる。うん。おい、橋のところに何かいるぞ。だいざ。やまん。ありゃトカゲの口から出てきたカニじゃねえか。 코가니! 야,そんな名前だったのかよ! 見たまんまだな! あいつなら、もしかして抜け道も知ってるんじゃないかな! 話を聞いてみよう! Schon geil, dass Chopper da kommunizieren kann.
Achso, aber ich darf jetzt auf ihn zusprinten. Okay. Umzugskrebschen, ich komme. Hallo. Verstehe. Was? Wirklich? Hört mal, Leute, es gibt eine Möglichkeit, den Treibsand zu durchqueren. Wirklich? Tja, Fragen kostet nichts. Also, was müssen wir tun? Fragt einfach den Freund des Umzugskrebschens. Der bringt uns durch den Treibsand. Begeben wir uns mit dem Krebschen zum ausgedehnten Treibsand. Wenn wir da sind, rufen wir das Krebschen und ich seinen Freund. Also gut, dann mal los. Ja, na los, Krebschen. Jenes Krebschen. Jinzo, gute Nacht. Gehe zum Treibsand. Da rufen wir seinen Freund. Aha, was ist ein Freund? Ein noch größerer Krebs oder eine Echse? Ich weiß es nicht. Eigentlich hatten sie nur den einen, oder? In der Originalversion, aber wen juckt schon die Originalversion? Wir müssen ganz dort hinter. Achso, vermutlich wieder dahin. Warte, warte! Genau. Wow, was? Die Pflanze war zum ersten Mal schneller als ich. Oh no. Das ist nicht gut. Die hat mich for real eingeholt. Okay, Chopper ist aber gegen alle effektiv. Allerdings hat er auch nur Single-Target, ne? Wie sieht's denn bei den anderen aus? Oh, Ruffy ist selber effektiv. Das ist natürlich schon Ehre. Pass auf, dann knallen wir die erstmal auf Nummer sicher weg. Jau! Aus dem Leben geboxt. Ich glaube, Chopper hält da auch den ein oder anderen Hit erstmal aus. Der Herr Doktor mit dem Feuerball. Ja, Feuerball klingt schon ziemlich böse. Aber wir sind ja eh in der Wüste. Da ist eh alles heiß, Junge. Armpoint auf den da. Armpoint! Bam! Schönes Ding. Der Herr Doktor weiß sich zu wehren. Hoffentlich hat unsere Freundin das jetzt gesehen. Eben wolltest du es ja gar nicht so richtig glauben, ne? Dass Chopper auch ein bisschen größer werden kann. So, dann holen wir Sanji wieder rein. Ja, ja, ja. Und dann sollte das eigentlich kein größeres Problem sein, oder? Ja, oh Junge, 1600. Ey, bei Sanji läuft nochmal anders im Moment. Keine Ahnung. Das ist wirklich abartig, Junge. Ja, das kombinieren wir einfach, ist doch kein Problem. Hängt ja auch ein bisschen zusammen, ne? Wenn wir Crocodile weghauen, dann ist ja Vivi hoffentlich auch in Sicherheit, sonst hätten wir eine ganz weirde Erinnerung, Junge. Herr Krebs, warte kurz hier. Das Umzugskrebschen und ich rufen seinen Freund. Bitte kein Riesenkrokodil. Hm? Das war die Szene, Junge. Ah. Kein Krebschen, ein Krebs. Interagiere mit dem Krebshafen, um den Umzugskrebs durch die große Sandy-Wüste zu reiten und Treibsand zu überqueren. Nice. Yo, wie groß er wirklich ist. Cool. Big Daddy ist am Start. Wow, und er sieht richtig fleischig aus. Schon ein bisschen eklig auch. Gut, dass es keine Umzugsspinne ist, Junge. Diese Beine, die triggern mich schon mies, wenn die so hinterm Schrank vorgucken. Ohoho. Ich distanziere mich. Wo will ich hin? Ja, ich will, zu einer anderen Region? Nee. Ich muss schon mit dem Ding reden, oder? Benutze den Krebshafen, ja. Große Sandy-Wüste-Eingang, Sandy-Oase, Goldregen-Casino, da ist es. Okay, zu Crocs Reich wollen wir. Das zählt unter andere Region. Neum. Wie er einfach rübermarschiert, Junge. Hahaha. Sehr gut, und ganz ohne Tänzerinnen-Outfit, ne? Gucke. Der ist auch so stabil.
レインベースを目指す。一方その頃、レインディナーズでは、随分暴れてくれたもんだな、王女様。さすが我が社の元フロンティアエージェントだ。観念しな。グエー。よー。Was ist denn dieser Auftritt? なんだあの鳥は。超カルガモ。グエー。グエー。Ey Mann。Er hat einfach alle rasiert und ist jetzt am Ende. Oh nein, er hat nicht alle geschafft. Oh Mann, he tried. He tried his best. Und ich bin direkt ins Casino rein. Okay. Ah, schön. Schön die Mucke auch. Sehr wildes Feeling. Gefällt mir. Dann speichern wir und dann jetten wir mal rein, oder? Und gucken mal, wie die Lage hier ist. Bist du eine Omi? Wie kann sich die Jugend amüsieren, wenn das Königreich in diesem Zustand ist? Hm, ich bin alt, also ist das schon in Ordnung. Ach so, verstehe. Boah, diese App will mich doch schon wieder trollen, geht die einfach aus? Ja, da hat die App mit meinem Internet um 0 Uhr was gemeinsam die letzten Tage, ne? Heute bestimmt nicht. Heute wird es anders sein. Aber Frechheit, ja, Anzeige kommt. Ich habe das Gefühl, als wäre ein riesiger Vogel auf der rechten Seite der Halle. Ha, warum sollte sowas denn in einem Casino sein? Das weiß ich auch nicht, Bruder. Hier sind eine Menge schräge Vögel. Aber davon ab, glaube ich, möchte mit diesen Leuten nicht reden. Ich möchte einfach rein. Wow. Was macht der Kollege da vorne? Klopft er sie einfach auf den Bauch? Er spielt die Bauchtrommel. Der Song seiner Leute. Schön die Slots hier. Erinnert auch ein bisschen an die Pokémon-Spielhalle. Würde ich ja so ein Easter Egg feiern mit so einem Team Rocket-Agenten, der vor so einem Poster steht. Aber ich fürchte, das haben wir nicht. Rette Vivi, die Casino-Halle. Vivi, ja. ここにいるのね。キラキラ、キラキラでピカピカで、ここは何なの？落ち着け、リム。Ja, finally der Casino Stream ist so. Finally, here we go, Leute. Die Sonne, sie lacht wieder. Ey, und sogar hier kann ich Items sammeln. Zuckerspur, schade. Ich dachte, hier liegt jetzt wenigstens ein Haufen Kohle rum. Aber nein, dafür ein Würfel. What? Lysop, warum? Liegt hier ein Würfel von dir rum, Alter? Ich glaub's ja wohl, was die Leute alles verlieren. Eine Giftkastanie. Wenn's besonders scheiße läuft, kann man die sich in den Drink hauen. Und auf einmal geht's einem wieder besser. Oh nein! Karu! Das ist ja Karu! Was bedeutet, dass Vivi auch hier ist? Er sagt, dass Vivi im Casino festgehalten wird. Alles klar. Ich muss einfach nur weiter reingehen. Wir kümmern uns um den Rest, Karu. Quack. Oh nein. Er kommt mit uns. Okay, mach einfach, was du willst. Sehr gute Einstellung. Genau so. Genau so sollten wir das angehen. Macht einfach, was ihr wollt, Leute. Gar kein Ding. Omae, hontou ni daijoubu nano ka? Quack. Issai tatakaeru joukyou ja nai kedo, heiki da. Er kann nicht mehr kämpfen, schade. Es hieß ja im Intro, dass wir manchmal auch Begleitcharaktere haben, die dann mitkämpfen, ne? Das hielt sie bisher bei unseren Inselfreunden ja in Grenzen, aber vielleicht wird das gleich anders mit Vivi und so. Wäre ja schon lässig. Das klang aber auch gerade voll wie Pika Pika, was Chopper da gesagt hat. Vielleicht war das das Pokémon Easter Egg. Maybe, Chopper ist das wandelnde Pokémon Easter Egg. Ja, vielleicht bringt der hier gleich irgendein Poster an und ist dann Team Rocket Agent. Sollten wir im Auge behalten. Moin, meld mich mal aus meinem tiefen Lurk mit einer ganz wichtigen Frage. Das Video, wo Craft das Gewölbe der Inkarnation erklärt, werden da auch Tankmechaniken erklärt, werde bald das erste Mal LFR tanken gehen und hab nur minimal Schiss. Oh damn. Ich glaube ja, ich meine, du kannst ja einfach reinskippen so ein bisschen in die Bosse.
Und ich glaube, bei dem Mitschnitt, den ich für YouTube rausgesucht habe, hatten wir noch die ausführlichen Erklärungen und Einteilungen. Und da bin ich, meine ich, auch immer auf die Tankmechaniken eingegangen, insofern es mehr war als abspotten, bevor der andere umfällt, weil er zu viele Debuff-Sticks hat, ne? Und wenn du dir ganz, ganz unsicher trotzdem bist, dann kommst du einfach nächsten Samstag bei uns mit. Dann kannst du dir da in Ruhe nochmal ein bisschen was angucken, ne? Und dann läuft das so. Aber ich glaube, hoffe, denke, da bin ich auch so gut wie alles eingegangen. Wo, ihr Eumel? Dieser Bereich ist nur für Angestellte. Nicht stehen bleiben. Wir wissen, dass Vivi da drin ist. Aus dem Weg. Vivi wartet auf ihren Prinzen. Prinz. Den Rand Spinatschädel. Sonst vermöbe ich dich gleich mit denen zusammen. Hört auf rum zu Album. Kümmert euch um diese Typen, damit wir Vivi retten können. Ja. Einfach rein. Es sind wirklich nur die beiden. Ah, die sind bestimmt heftig, obwohl die nicht so aussehen, oder? Die sind bestimmt super räudig, Zorro. Du bist effektiv gegen die Eumel. Nicht gegen den, aber der. Mal sehen. Neues Gebiet sozusagen. Neues Gebiet. Aber alter Schaden. Zorro ist wach. Wunderbar, dann kann Ruffy eigentlich mal schnell den Kill holen. Und dann haben wir es noch ein bisschen freier hier. Darauf erstmal ein Abo, Käfer Sam. Vielen Dank. Dankeschön. So, Sanji, kriegst du den weg? Und nächste Frage, ist es sinnig, jetzt so viele SP rauszuhauen? Ja, fuck it. Die müssen ja rein. Yo, Bruder. Ich hoffe, Sanji kann bei Crocodile und den Agenten auch richtig reinhauen. Junge, da bin ich jetzt schon sauer wegen dem Moment, wo Sanji auf die Schnauze fliegt hier. Gar kein Bock. Oh? Was ist denn da, Robin? Ich werde hier einen Kode Lull, da habe ich original gar nicht dran gedacht. Letztes Mal noch drüber gesprochen, wie cool es ist, dass Robin hier so ihr Insight-Wissen teilen kann. Aber den Punkt habe ich original nicht bedacht. Da gucke ich gerade genauso wie Ruffy. Soka. Tashikani sugge okoru kamo na, Bibi. Sore ni, skoshi shirabete okitai koto ga aru no. Wagatta. Demo, kanarazu modotte koi yo. Mochiro. Yakusoku suru. Ruffy direkt Schiss, dass sie abhaut. Ey, Mann. Robin hat die Gruppe verlassen. Das ist ja sad. Kriege ich Karu dann rein als Ersatz, oder? Nein? Ich krieg einfach ein weniger und krieg jetzt die Killer-Panda-Türsteher, oder was? Finde ich aber nicht nett. Junge, wir hatten noch gar nicht die volle Crew-Stärke. Und anstatt, dass ich alle mal bekomme, kriege ich noch ein weniger. Danke, liebes Game. Richtig geiles Feeling. Und diese Bären haben eine Goldkette um und das Barock-Logo auf ihren massiven Bäuchen tätowiert. Um Gottes Willen. Hallo. Wer seid ihr denn? Was ist mit den Wachen am Eingang passiert? Die haben wir platt gemacht. Wo ist Vivi? Was? Seid ihr etwa die Strohhut-Piraten, von denen man uns gewarnt hat? Vor denen man uns gewarnt hat, so rum. Mist. Hey, das müsst ihr übernehmen. Macht sie fertig. Boah, zwei riesige Pandas. Wieder solche Haustiere von der Barockfirma? Baru. Er sagt, wir kennen keine Haustiere und wir sind keine Haustiere. Wir sind echte Agenten. Die haben also ernsthaft Pandas angeheuert? Aus dem Weg. Vivi wartet auf mich. Das sind echte Agenten. Okay, mit Goldzähnen. Ey, Mann. Er wurde von diesen Bären hops genommen. Oh, no. Jotodakso, Panda! Jotoda!
War das schon der Moment, vor dem ich Angst hatte? Ist Sanji jetzt innerlich gestorben? Man weiß es nicht, aber den knallen wir erstmal weg. Bam! Nein! Wieder ein Fitzeleben. Ah, aber der macht keinen Schaden, oder? Ja. War schon nicht ganz ohne. Zoro müsste am besten alle treffen. Dafür habe ich zu wenig. Dann nehmen wir erstmal einen Tatsumaki. Tatsumaki! Oh, wow. Beide bluten. Wow, das war Big Hit. Krass. Und Sanji soll ihn umhauen. Wegen der Diss-Geschichte gerade, ne? Ja, maybe schafft er das. Let's try. Ah, leider nicht. Blutung tickt. Wird aber vielleicht nicht killen. Sonst wäre es das Krokodil-Feeling all over again. Junge, der macht ja gar keinen Schaden. Und er lebt noch. Oh, das ist Big. Der Rockstampfer. Wait, what? Was? Was für ein ultra weirder Hit. Oh mein Gott. Okay, Chopper könnte den jetzt killen. Würde aber fast sagen, wir sammeln hier nochmal ein paar SP. So auch für die Sicherheit, dass da die Heilungen dann sitzen im Notfall. Schön in die Eier. Reingeboxt. Okay, jetzt ist Sanji ready und kann sich den holen. Bam. Was für Augenbraue, Junge. Sehr schön. Gegnerische Ziele mit Sanji besiegt. Jetzt hat er sich angehört wie eine Ziege. Was ist mit dem? Ihr seid euch eurer Identität ein bisschen unsicher, Freunde, oder was? Kein Problem, ich helfe euch weiter. Jetzt haben sie eine gespaltene Persönlichkeit. Würfel mit Aufzeichnung des Barockpandas und Kraft des Barockpandas. Außerdem Big Level Ups. Geil. Ey, Mann. Sanji carried mies, ne? Auch in der Story. Käfer-Sam, gute Nacht. Warte, wann musst du aufstehen? Um 4:30. Oh, das ist ein Wochenstart, wa? Dann kann es auch nur besser werden. Ist so. Dain Dinners no oku ni norikonda Luffy tachi wa.捕らえられていたビビの救出に成功した。しかしそこにはすでに黒子ダイルの姿はなかった。ルフィさん、皆さんも。どこにいたのか心配してたのよ。カルゾ、random、Junge。おお、久しぶりだな、ビビ。え？久しぶり？な、なんでもないわ。でも無事でよかった。 Fällt auch gar nicht auf, dass wir komplett anders alle aussehen, ne? Zoro hatte auf einmal ein Auge verloren, Nami hatte auf einmal komplett lange Haare, Ruffy so eine fette Narbe auf der Brust. Ey, Leute, wir waren doch nur 10 Minuten getrennt, oder? Bibi, Wani no yatsu wa doko da? Krokodile wa Arubana ni mukatta wa. Barock Wax wa Kokuo-gun to Hanran-gun wo Arubana de gekitotsu saseru tsumori na no. Nante kotta. Kou naru mae ni owaraseru tsumori datta no ni. Wir brauchen alle Rennenden. Wehe, die kommen nicht. Die sind noch nicht da, ich bin sehr wütend. Und wir haben hier tatsächlich gar keinen Fight. Eigentlich waren hier auch ein paar coole Szenen, ne? Mit Mr. Prince, wie Sanji das fette Krokovieh nach oben kickt. Mit Mr. Three, der sich in seiner Wachskugel da eingeschlossen hat und so. Schade, gar nichts weiter. Na gut, die Pandas waren ja jetzt nicht so der Rede wert, ne? Dass Robin weg ist, geht mir eher auf den Sack. Aber vielleicht kämpft Vivi ja mit und hat irgendeine coole Blutung oder so. Was? Ja. Ja, überall sind Agenten von der Barockfirma, die alles unterwandern. Das hier ist übrigens Lim, das ist unsere neue Freundin. Die nehmen wir jetzt überall mit hin. Okay, ist ja kein Problem. Nö. Och, da müssen wir uns keinen Kopf machen. Total unverdächtig. Wir gucken nochmal wegen so ein bisschen Ludi-Loot. Und dann geht das auch schon wieder raus. Jawohl.
Die Wüste ist gefährlich, da verliert man schnell ein Auge. Ja, einfach ein Wüstensturm, ne? Bisschen Sand rein und dann... Junge, nimmt das Übel seinen Lauf. Das war so eine geile Szene, wie Sanji Crocodile komplett hops genommen hat. Yo, das war wirklich, wirklich big. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Da war er auch schön in seinem Element, der alte Schauspieler. Hat er eiskalt durchgezogen. Geil. Tja, weder Rennenden, noch irgendwie mehr Loot, der hier versteckt war. Na gut, dann mal wieder raus hier.